ist auf jeden Fall kein Blink-Spieler. Eurofrage mit allen. Musst du nicht mal die Fragen, also die Antworten vorgelesen bekommen. Er hat einfach direkt gesagt, was die Antwort ist. What the fuck? Ne? Ja, gut, wenn du es weißt, dann weißt du es halt, ne? Ja, dann kannst du flexen. Ja. Dann hörst du nicht mehr zu, du flexst einfach und sagst direkt hier die Antwort. Alter, der hat nicht nur geflext, der hat ein ganzes Geschichtsbuch rausgeholt in dem Moment. Ich hab ja auch den Kerl, der damals den Telefonjoker noch. So, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Das große Quiz geht endlich los, ja? Wir haben 2 gegen 2 ist heute am Start. Ja, wie man sehen kann. Ja, gleich werdet ihr auch Cam sehen. Also, außer beim Hamster. Habt ihr schon mal einen Hamster-Cam gesehen? Also, ja, aber. Hab ich jetzt nicht mal. Holger und David, heute Team HGLPT gegen Mirko. Und. Meine Finger sehen nicht so. Und außen das Pall. Team Duisburg. Ja, kommen aus Duisburg, logischerweise. Und ja, das wird wild. Wir machen heute 3 Spiele und das wird sehr interessant. Die ersten Spiele haben so mehrere Teile und das dritte Spiel wird dann mit Buzzern entschieden. Ja, wird dann ein Best-of-3-System. Wird auf jeden Fall ganz interessant. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn nicht, dann müssen wir ein paar Fehler verzeihen. Ne? Dann weiß ich das für Variante Nummer 3. Heute auf jeden Fall die 2. Episode. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Und ja, ich hält mich an und dann können wir gleich auch loslegen. Und Bock, ich weiß nicht, So. Was ist mit das Joko ist und Klaas? Kommt das auch irgendwie aus dem Ausland? Sogar Saligalli? Stimmt. Ist halt letztendlich eine Late-Night-Show. Ja, im Endeffekt Late-Night-Show. Aber wir sind ja live! Ja, wir sind live! Was? Ich schneide Gemüse. Noch nicht. Ich dachte, du arbeitest nebenbei. Ja. Und Gemüse schneiden. Gemüse schneiden. Und alles Mögliche. Kann ich mein Tee boykottieren? Nur mal so gefragt. Ja, nee, kannst du auch immer. Also Sounds und so, den ganzen Alerts habe ich nicht drin, also hört man nicht mal. Achso, okay. Ich hab nicht rein, weil der also normale Alerts, ja, aber die ganzen anderen habe ich jetzt nicht gemacht, weil da habe ich eine extra Kategorie für gemacht. Bevor ihr Wildpunkte ausgibt. Aber hallo, Pa. Team Rot, Sound. So. Ladies and Gentlemen, das sind auch, wir haben jetzt auch schon alle 4 gehört, ja, heute 2 gegen 2, Holger und David gegen Mirko und Pall, ja, Aufteilung. Im HGLPT. Ja, genau. Wusste, dass er mir das antut. Wusste es. Ja, Holger, das, ich musste das balancen, ja. Ja, ich wusste es. Ja, ihr seid halt so krass. Ja, und man muss sagen, ne, wir haben alle Leute, die sehr krass bisher in Quizshows vertreten waren, ja. Alle bisher ungeschlagen, noch keine Niederlage. Ja? Pall in der Siegesserie. Ja, Mirko, genau. Mirko und David haben noch nie verloren bei mir. Nee, nicht bei dir. Never. Und Holger, hat bisher auch eine gewonnen und noch nie verloren bei meinen Quizshows. Also haben wir 2 Newcomer und 2 Quizshow-Veteranen bei mir. Ja? Also easy. Ah. Wie fühlt ihr euch denn? Seid ihr schon ready so geistig oder sagt ihr, ich ja, hab gar keinen? Ja, klar. Absolut. Ja, ja, ich hab Post-its. Ich bin bereit. Rein in die Quizshow. Was? Hab Google an. Hey, ja. Google. Sehr gut. Hör auf, das machen Mitarbeiter immer bei uns, wenn du dir eine Frage stellst. Echt? Oh Gott. So, ich werde euch jetzt schon mal die Datei schicken und ihr werdet dann natürlich beim Startblatt bleiben, bis ich sage, ihr dürft jetzt auf die nächste Seite gehen. Okay. Achso, wo muss ich klicken? Scheiße, ich hab wieder verpasst. Also, jetzt erstmal in euren Teams auf jeden Fall. Das ist das. Ja, okay, genau, das hätte jetzt natürlich erstmal ein gelbes Bild. Ja. Okay, darf ich runterscrollen? Nein. Bringt doch nichts. Ihr müsst auch nichts eintippen, ihr müsst einfach nur immer drauf gucken. Deswegen. Ja, ich muss das gerade erstmal abgraben, warte. Spiel 1, ein Drittel. Erstmal draufklicken. Einen Moment. Okay, habe ich gedrückt. Ja, okay. Ja. Habe ich soweit gegrabt? Habe ich. So. Shit. Auf der Seite war ich letztens noch. Ich war noch nie auf dieser Seite. Ja, Fall hätte es theoretisch sehen können, aber Fall war natürlich ein Ehrenmann und hat es nicht gemacht. Obwohl, doch, Metakritik. Ich war letztens noch auf der Seite, aber ich hab's mir nicht gemerkt. Aber ihr seid alle noch beim Startblatt, ne? Mhm. Goodie. Jemand eine Wiener? Ja. Wiener? Jemand eine Wiener? Hallo? Wiener? Ich hab nichts gemacht. Genau, und wir seht, wir haben Spiel 1 und Spiel 2 sind in 3 Teile aufgeteilt. Es gibt also 3 Runden. Und Spiel 3 ist einfach nur eine Solo-Runde. Das kommt vielleicht den einen oder anderen am Ende dann bekannt vor. Wird Best-of-3-System, wer am Ende dann 2 Spiele gewonnen hat, ist dann der Gewinner. Wenn es heute unentschieden ausgeht, theoretisch kann es 2-2 ausgehen oder 0-0 am Ende, dann ist das so, dann sind alle Gewinner oder Verlierer, wie man es dann sehen möchte. Ne? Absolutes Sudden-Death. Könnte interessant werden. Gut, wenn ihr alle, habt ihr vorab schon mal Fragen?
Ja, aber stellst du uns für Fragen? Warte, das werde ich dann natürlich immer den Spielen selber erklären. Ja, aber kannst du jetzt ja auch schon. Nö. Das hilft dir ja nicht, wenn ich jetzt für ein Spiel 3 erkläre. Natürlich, dann bin ich vorbereitet. Also ich habe die wichtigste Frage aller Zeiten. Will jemand eine Wiener? Nee, danke. Ja, Holger, nee, irgendwie nicht. Holger sieht hungrig aus. Nee, Holger heute sieht nicht. Immer hungrig aus. Hamster sind immer hungrig. Nein, das stimmt. So, dann dürft ihr jetzt umschalten auf Spiel 1, ein Drittel. Ein Drittel. Genau. Jetzt erst, ne? Ja. Genau. Okay. Genau. Okay. Genau, 15 in Liste oder Listenwissen. Wie ihr seht, haben wir 15 Punkte hier offen. Und jeweils 3 Kreuzer. Das heißt, ihr dürft nachher dürft natürlich Fehler machen. Wer natürlich am Ende die meisten Fehler hat, hat natürlich dann die Runde verloren. Okay. Sollte schon mal leicht zu verstehen sein. Dann, hier seht ihr, beste PC-Games nach User-Score. In Klammern Metacritic. Da habe ich die Quelle hergenommen. Das heißt, welche Spiele sind die bestbewertesten im Metacritic? Und da hätte ich gerne von euch die Top 15. Ja, ihr müsst jetzt also, einfach nur kurze Frage. Also, ich kann dir schon mal Top 1 nennen. Ja, Holger, erstmal deine Frage. Danke. Aller Zeiten oder von einem bestimmten Zeitraum? Aller Zeiten. Danke. Dann kann ich dir schon Nummer 1 nennen. Okay. Da bin ich mal gespannt. Nur PC, keine. Nur PC, Konsolen. Genau. Wenn ich PC, ach Scheiße. Genau, wenn ich jetzt mehrere Konsolen, wenn ich jetzt alles genommen hätte, dann wäre das zum Beispiel gewesen, wäre jetzt das Spiel zweimal vertreten gewesen mit PS4 und Xbox und, naja. Ja, aber dann das wäre ja doof gewesen, deswegen, PC kennt jeder von uns, ne, da sind die meisten Spiele auch drauf, ne. Dann fällt natürlich ein bisschen was von der Switch raus, aber, komm, mach für nichts. Das ist ja nicht mein Problem, das ist doch euer Problem. Ich hätte jetzt eigentlich Best Game Ever gesagt, aber hey, wäre by the way Zelda Ocarina of Time gewesen, beste Metacritic. 99, das stimmt. Das hätte ich dir auch sagen können. Ich hab noch nie einen Zelda gespielt. Ich habe das Open World Spiel gespielt und abgebrochen. Breath of the Wild oder was? Ich habe Zelda. Die Waffen gehen kaputt, danach hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe Zelda Ocarina of Time gespielt. Ich habe Zelda Majora's Mask gespielt. Ich habe Oracle of Ages, Oracle of Seasons gespielt. Ich habe eigentlich alle gespielt. Na, nice. Ist doch schön, dass du Spiele gespielt hast, die heute nicht vertreten sind. Zumindest im Spiel 1. Das ist belastend. Ja, ist natürlich belastend. Aber ich habe bestimmt auch einige gespielt, die auf Metacritic im PC-Bereich. Ne? Das ist möglich. Ja, das ist möglich. Ja, und das wird dann immer abwechselnd sein. Ihr müsst mir nicht Platz 1 nennen und Platz 2 und Platz 3. Ihr könnt dann von mir aus nach der 1 auch Platz 15 nennen. Das wird dann auch immer hin und her gehen. Ja, muss ich eigentlich sagen, welchen Platz, oder kann ich einfach reinwerfen? Nö, es muss halt, du nennst mir das Spiel, ihr nennt mir das Spiel, ihr könnt euch auch gegenseitig absprechen, ihr habt auch ein bisschen Zeit dafür. Ihr sendet mir dann einfach das Spiel, und wenn ich dann, ich muss nur wissen, welches ihr meint, ne, wenn ihr jetzt nicht genau den Titel so wisst, den Zusatztitel oder so, ich muss nur wissen, welchen Teil ihr genau meint. Ich kann und wir senden, dir das Spiel dann einfach in dem Programm, was wir dafür verwenden, oder wie? Ihr sagt mir das Spiel und ich tipp's dann hier ein. Okay, genau. Also mit Reden einfach. Okay. Genau, mit Reden. Okay. Genau, also theoretisch buzzern und so alles. Also ihr habt natürlich auch einen Team-Chat, das könnt ihr dann, auch wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht öffentlich reden wollt, um das gegnerische Team keine Infos zu geben, könnt ihr natürlich sonst einfach chatten. In eurem Team, das seht das andere Team ja nicht. Das ist ja langweilig für den Stream, ey. Ja, aber ich sehe es da trotzdem. Also, ja, wir machen eine neue Diskussion gestellt, ne? Also so viel schon mal dazu. Genau, und ihr dürft dann halt immer, ihr dürft natürlich, wie gesagt, Fehler machen, aber dann seid ihr natürlich im Nachteil. Bei 3 Fehlern ist man natürlich automatisch raus. Mhm. Machen wir dann so lange, bis wir dann die 15 haben oder ein Team dann schon alle Fehler hat. Ne? Ich hab 2 Wiener-Runde gefallen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass einer bestimmte antworten muss. Ihr könnt dann, Mirko darf mal antworten, Paul darf mal antworten. Das dürft ihr immer untereinander anschalten. Muss nur immer von dem Team eine Info bekommen, welches Spiel ihr jetzt zum Beispiel einloggen wollt. Ja, Mirko und ich, wir diskutieren schon. Wir Lappen. Sehr gut, dann darf Team HGLPT anfangen für Runde 1. Runde 1. Wieder am Anfang. Genau, also, ihr dürft das erste Spiel nennen. Es geht ja um Best Games nachs. Also, ja, genau. Wenn ihr noch keine Fragen mehr habt, dann fangen wir an. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Also wir können von mir aus anfangen. Beste Spiele aller Zeiten nach PC. Und natürlich der User-Score, also theoretisch kann man sich einfach einen Account machen. Jeder, der da einen Account hat, hätte die Spiele bewerten können. Oh ja, pass auf. Ja. Also, jetzt PC kommt. Ist absolute Shooter High-Class, deswegen sage ich einfach mal, dass auf jeden Fall
in den Top 15 wahrscheinlich ein Shooter drin sein wird. Und wir wissen beide, dass es nur zwei gibt, die dort vertreten sein können. Also Call of Duty oder Battlefield. Jetzt die Frage, welcher Teil? Na, also... Das ist Teil wichtig, Yannick. Ich muss wissen, also ihr müsst mir jetzt zum Beispiel nicht sagen, wenn zum Beispiel jetzt FIFA, also wenn es natürlich FIFA jetzt 21 drin ist oder so, dann will ich auch natürlich FIFA 21 hören. Ja, okay. Also, aber, ja, genau, wenn es richtig. FIFA 3 wäre und dann wäre das so ein Zusatztitel oder das beste Spiel aller Zeiten oder weißt du, hier FIFA 3 Legends oder so, dann reicht mir FIFA 3. So als Beispiel. Und ich würde zum Beispiel sagen, muss es eindeutig verstehen, welchen Teil ihr meint. Okay. Ja, also das ich, ist ja. Ja. Ich würde grundsätzlich sagen, der beste Teil, der auf dem PC rauskam, ist und bleibt Modern Warfare. Definitiv. Welches? Ja, jetzt ist die Frage 1, 2, 3 oder Remake? Ich wäre bei 3. Ich wäre auch bei 3. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal rein, ne? Modern Warfare 3. Ja. Modern Warfare 3 ist eure erste Antwort heute in der wunderschönen Quizshow, die ihr einloggen wollt. Genau. Gut. Ich will das schon mal nicht enttäuschen, aber das ist schon mal der erste Fehler. Okay. Belastend. So, damit ist das erste Kreuz schon mal aktiviert. Das zwei dürft ihr euch noch leisten, hier ist ja noch alles drin. Ja, die anderen. Also ein dürft ihr euch noch leisten, also zwei seid ihr draußen. Sind jetzt wir dran, oder? Genau, Team Duisburg, der dürft jetzt. Möchtest du, Mirko? Ach du erstmal. Okay. Und zwar, ich war vor einiger Zeit auf Metacritic-Seite, ich habe mir leider so gut wie nichts gemerkt. Das ist natürlich jetzt sehr belastend. Aber, was ich noch weiß ist, ich habe nämlich nach Elden Ring geguckt, auf welchem Platz das ist. Das ist insgesamt auf der 30. Aber in den Top 30 waren extremst wenige PC-Spiele. Das waren zum Großteil irgendwelche Konsolentitel. Deswegen sagen wir Elden Ring. Ihr wollt das neue Spiel von From Software einloggen? Das hat, meine ich, eine 96. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das die PC-Version noch ist. Kann natürlich sein, dass die jetzt irgendwie 10 Punkte weniger hat, weil da FPS-Drops sind manchmal. Wäre natürlich schade, aber ja. Vielleicht war es ja die Gameboy-Edition, wer weiß das schon. Klar, kann sein. Ja gar nicht aus sein. Natürlich. Gut, Elden Ring ist eure erste Antwort im heutigen Abend. Und das ist korrekt. Könnte auch richtig sein. Korrekt. Elden Ring ist auf Platz 8. Nice. Ja, sehr gut gemacht, Paul. Sehr gut. Danke. So. Habe schon auf PC gemeint. Der 90. Gut. Nein, wir können ja noch kurz warten, also Holger, hast keinen Stress, aber du kannst ja schon mal, du bist, dein Team ist schon mal wieder dran. Ja. Mhm. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Nein, wenn du jetzt natürlich direkt eine Antwort parat hast, kannst du natürlich auch rausnehmen. Wenn ich eine Antwort hätte, wäre das ganz schlau, ne? Ja, so die Frage, was so für ein PC... Das kann ja nicht schwer sein. Sind ja 15 Stück. Ja, ist die Sache. Ich würde dann mit dem alten Spiel gehen, tatsächlich. No. Und mal gucken, ob das vielleicht drin wäre. Dann würde ich mir sagen Witcher 3. Nein! Weiß ich aber nicht. Witcher 3 wäre dein zweiter Guess? Willst du es einloggen? Weiß ich, ist David gerade am Start und kann... Nee, David ist nicht am Start. Oder ist er... Ja, ich will natürlich keine Fehler machen, das wäre doof. Darum muss ich mir gerade ein bisschen Zeit kaufen und David absprechen, weil er nicht da ist. Ja, erstmal noch mal eine Runde dafür flamen, dass ihr Modern Warfare 3 als das beste Modern Warfare betrachtet. Also, da muss ich ja ganz groß, Freunde. Ja, gut, Entschuldigung. Also. Ja, vielleicht war es ja nicht, deren dir Gedanke, gewesen? Sondern von was wohl die Masse entscheidet. Ja, auch die Masse. Das würde mich schockieren, wenn die Modern Warfare 3 als Advanced Warfare betrachtet. Aber kann man schon. Ja, genau. Und Infinite. Natürlich. Ja, wird immer schlimmer, hör auf doch. Oh Gott. Ghost auch. Ja. So. Aber hey, jetzt können wir wieder diskutieren. Nächstes Mal bin ich vielleicht strenger, wer weiß das schon. Okay, Elden Ring Metacritic. Na ja, genau. Holger hat schon meinen Guest rausgehauen, aber noch nicht genau, eingeloggt. Genau, ich hab Witcher 3 rausgehauen, aber eingeloggt ist noch nicht. Witcher 3 ist kein schlechter Guess, würde ich sagen. Das ist eins der bestbewertetsten Spiele auf Steam. Also würde ich jetzt schätzen, ich weiß gar nicht. Und hat mehrere Game of the Years abgestaubt. Ja. Ich würde Skyrim sagen. Skyrim, auch schön. Skyrim ist halt eins der mit bestbewertetsten Spiele, würde ich sagen.
Aber... Ja, was wollt ihr einloggen? Weiß ich nicht, also... Beides ist ein guter Guess. Mhm. Holger, wozu tendierst du eher? Ja, ich wäre bei Witcher 3, aber jetzt wo du Skyrim sagst, ist auch geil. Ich würde halt Skyrim sollen. Ja, komm, wir gehen mit Skyrim. Skyrim. Okay, ihr sagt also Witcher. Skyrim ist eingeloggt und Skyrim ist auf der Platz 9. Dankeschön. Kein Fehler. Kein so weit Scheiße. Unten. Ich meine, es hat mir auch zu den 15 besten Spielen der Welt. Ich meine, Platz 9 ist da nicht so schlecht. Ja, wir wollten auch Skyrim nehmen. Scheiße. Ich hätte es höher angesetzt, aber dann ist wahrscheinlich. Der Duisburg-Chat geht wild. Ja, wir sind hier auf jeden Fall gut am Diskutieren, während die anderen miteinander reden. Ja. Rumholen. So, wir können ja jetzt offen diskutieren. Wir waren auch bei Skyrim und Witcher 3, das hatten wir auch beides genannt. Beziehungsweise hatte beide der Mirko genannt. Ja, Witcher ist offen. Ja, genau. Mirko, ich würde das nehmen, weil das aber... einer der. Also, es wird auch immer noch krass auf PC gespielt, eigentlich. Also, ich bin Witcher, ganz dabei. Sebastian 3 oder wie das nochmal heißt. Witcher 3 ist eins der besten Spiele der letzten Jahre, definitiv. Das ist ein unfassbar gutes Game. Es wird immer noch gestreamt und gespielt auf PC. Aber diesmal darfst du ein. Ja, ich log ein, mach Janik, ich sehe richtig, komm. Witcher 3 ist eure Antwort. Gibt's hier, ja. Das ist euer erstes Kreuz. Echt? Oh, komm. Gut, dass wir es nicht genommen haben. Witcher 3 nicht in den Top 15. Aber, also Wild Hunt ist nichts was anderes, ne? Das ist DLC dazu. Ach so. Das ist kein extra Teil. Hätte ich auch zum Hauptspiel zählen müssen, hätte ich gesagt. Ah, okay. Was haben die Jungs über Witches? Geh um das Spiel, nicht um die DLCs. Was haben die Jungs jetzt gesagt? Witcher 3. Scheiße. Ja, blöd. Ich hab gewusst, dass es wahrscheinlich nicht unter die Best 15 ist, wenn Skyrim so weit unten ist. Das war meine Schätzung, weil Skyrim hat noch Witcher mehr Preise als Skyrim. Skyrim hat mehr Preise als Witcher abgesandt. Das ist. Unverdient? Nee, absolut verdient. Elden Ring wird das nächste große Game werden. Das ist absolut preiswert. Dann müsst ihr auf jeden Fall dann auch nachher nochmal bei Metacritic nachsetzen mit Witcher. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal stelle, ist Witcher dann dabei. Vielleicht. Wer weiß jetzt schon. So. Holger. Was sagt ihr denn jetzt? Jedes Team ein Fehler. Noch alles drin. Holger, ich bin immer noch bei Shootern irgendwie. Nein, da musst du weg. Shooter ist doof. Ich glaube auch, dass Shooter ist doof, dass wir Elden Ring und Skyrim drin sind. Was ist denn... Ja, weiß ich nicht. Spielt man heutzutage die Half-Life-Teile noch? Oh, ich weiß halt nicht, wie die bewertet. Ich weiß halt nicht, wie die bewertet sind. Oh, Half-Life. Aber wenn, dann wahrscheinlich Half-Life 1, oder? Ja, aber du kannst es auch schon seit Jahren nicht mehr kaufen, ne? Also Half-Life kannst du nicht mehr erwerben. Oh, das ist schwierig. Finde den Gegner-Chat gerade sehr interessant. Ich will es gar nicht hören, Janek. Ich finde es interessant, weil ich in der ganzen Nacht. Ich diskutiere lieber, während man dran ist. Ja? Ich meine, bisher waren beide Taktiken gleich gut. Bei der einen Fehler, bei der einen richtig. Ja, ach, lass doch labern, ist doch easy. Wir verbergen nichts. Also habt ihr schon eine Antwort? Oder? Nee, wir haben keine Antwort. Was ist mit Resident Evil? Aber welcher? 7 oder 8? Das ist halt die Frage. Remastered? Na, die Remaster war ja nicht so geil. Na, aber Resident Evil 2 Remaster war schon geil. Kam gut an. Ja, habe ich nicht gespielt. Kann ich dir nicht sagen, ob das geil war. Das ist absolut geil. Also, die haben die 2D haben sie gut in 3D umgesetzt. Und ich sag mal so, aktuell positive Bewertung schon krass auf Steam. Ja, können wir von mir aus mitgehen, aber ich bin. Ja, da bin ich halt raus, weil ich nicht weiß, wie das bei Metacritic bewertet wurde. Also von daher. Resident Evil ist auch so ein risky Ding, also da würde ich auch erstmal weg von gehen. Aber es ist mal im Hinterkopf behalten. Resident Evil 2 Remastered, das war schon gut. Wir behalten das mal im Hinterkopf, das aber jetzt müssen wir eben. Nee, du bist wieder bei Shooter. Ja, aber du bist ja auch bei Shooter mit Half-Life, also. Ja, Und ich brauchst du langsam eine Antwort?
Also ich würde mit Half-Life gehen. Half-Life 1, oder? Ja, komm. Half-Life 1. Wieder Nummer 2? Frage? Nee, ist Nummer 4, Holger. Wow! Ist dabei! Ist dabei, Half-Life 1. Nun geht los! Ja? Ist das war ein guter Guess, ey. Ja. Half-Life 1, ey. Gutes Spiel. Jeder richtige Guess ist ein guter Guess, würde ich mal brauchen. So, Team Duisburg. Könnt ihr direkt eine Antwort rausknallen, oder? Ach so, Moment, jetzt lass uns mal kurz überlegen, welches wir davon nehmen. Das erste, worauf wir uns festgelegt hatten vorhin. Ja, ja, klar. Okay, dann gehen wir mit Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Ist eingeloggt? Ja, loggen wir ein. Und nochmal gutes Spiel. Hat's verdient. War ein gutes Spiel, das stimmt. Das Problem ist, für einige war es, hat sich für viele haben es nicht durchgespielt weil, und abgebrochen, weil es sich dann einfach Why? Für die nicht gezogen hat. Ja? Hat deswegen auch nicht den für euch der zweite Kreuz verursacht. Als ob. Ich hätte es nicht gedacht. Nicht in den Top 15 der Welt. Ja, nehmen wir gleich das, wo wir uns auf jeden Fall sicher sind. So. Ja. Wenn das da nicht dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Was hey, dann ist was sagt die Marke LPT dazu? Ich wäre bei. Mass Effect 2. Oh, auch wild. Auch wild. Ja. Nee, gespielt. Bin ich auch dabei. Mass Effect 2. Bin ich auch dabei. Ja gut, dann machen wir das. Na, eingeloggt? Eingeloggt. Was ist das für ein Speed hier? Mass Effect 2. Ja, habe ich auch gespielt. Mehrfach. Na, deswegen, mit meinen 20 Accounts habe ich es auch immerhin auf der 10 geschafft. Mass Effect 2. So. Puh. Ja? So, Jungs, ihr müsst nur noch einen Fehler machen, ne? Das ist... Ja, das ist kein Problem. Der Mirko hat ein garantiertes. Okay. Also das mit W, ne? Ja, ja, klar. Witcher also, 2 oder was? Nee. 3 nochmal. Vielleicht ist jetzt drin. World of Warcraft. Ja. Boah. Nummer 1 MMORPG, das muss dabei sein. Ist auch eingeloggt, Yannick. Ist eingeloggt. Bist du da sicher? Ach komm, leck mich. Das ist nicht gut für euch. Eingeloggt und erster Punkt geht damit an Team Hager LPT. Das Top MMORPG der Welt ist nicht dabei. Das ist nicht natürlich dabei. Nicht. Das ist natürlich nicht. Weil du musst auch bedenken, die DLCs sind natürlich auch immer mit drin. Das heißt, Leute, ja, die zum Beispiel die Panda die mögen, das Mass of Pandaria, haben das natürlich dann downgevotet, ne? Böse. Ich will den Rest sehen. Ne? Das kann. Ich verstehe das nicht. Ich will auch den Rest sehen. Ja, so, ich will Platz 15. Oblivion. Damit habt ihr schon mal den. Ihr habt den fünften Teil genannt, den vierten nicht. Der ist natürlich aber auch dabei. Nein! Ja, doch. 15. Ja, achso, ja, stimmt. Ja. Oblivion ist ja. So. Bioshock hat vielleicht auch schon mal jemand gehört. Natürlich! Ach Mann, hat Infinite! Gesagt, ne? Den Bioshock hab ich nicht gesagt. Infinite? Okay. Infinite. Okay, dann auf der 13. Holger hatte vorhin den Ansatz, nimm doch mal ältere Spiele. War ein guter Ansatz. Quake aus 96 ist nämlich auch dabei. Quake 1 noch. Eieiei. Ja, apropos. Ne? Oh, da ist Portal 2 ist auch drin. Wetten? Ja, wir hatten auch Portal. Civilization 2 ist mindestens drin, wenn wir bei den zweiten Teilen sind. Civilization, ja, gut. Ne, dann kam gar nicht hier vor, nix von GTA. Ach ne? Mann, cool. Vice City. Vice City? Das auf dem PC? Hä? Das müsste doch eher San Andreas sein, das wird mehr gemoddet. Ja, es geht nicht um die gemoddet, sondern um die Bewertungsmirkung. Um die Wertung, und da war's. So, auf der 7, Holger hat schon genannt, Paul 2. Ja, guck an. Ja, wild. Dann den dritten Teil will ich nochmal spielen, aber Baldur's Gate 2. Hoppla, natürlich. Baldur's Gate, sehr gut. Auch vertreten, auf der 6 der besten PC-Spieler der Zeiten. Auf der 5, einen Teil haben wir davon schon drin, Bioshock. Bioshock 2. Ja, Bioshock 2. Nein, 1 ist so viel besser. Ja. 2 war langweilig. Dann, wird keine auch nicht Ahnung, genannt. Na? Age of Empires. GTA 5. GTA 5. Dann Teil 1 hatten wir auch schon drin. Half-Life 2. Stimmt. Wurde besser. Und das beste PC-Spiel aller Zeiten ist. Cyberpunk kommt. Disco Elysium. Was? Ja, Final Cut.
Ah, okay, der Feind. Na gut. Feind. Absolut, ja. Was ist Disco Elysium? Wenn er jetzt Cyberpunk oder so ein Scheiß gekommen wäre, ich aufgestanden und gegangen. Das wurde zensiert, weil es zu hart war. Und vor einigen Jahren wurde es dann endlich auch für in Deutschland für einen Final Cut freigegeben, weil die Grafik mittlerweile zu scheiße ist. Und dadurch ist der Metacritic Score angestiegen. Davon habe ich gehört. Aber das war ein absolut krankes Game zu den 90er Jahren und den frühen 2000ern. Das ist in Deutschland indiziert worden direkt. Oh. Schlimm ist einfach, ich habe das Gefühl, da sind so Spiele dabei, die haben dann irgendwie 1000 Votes und davon sind halt die meisten positiv. Halt nur irgendwelche aber GTA komischen Nischen. Alle Spiele, die man kennt. Ja. Wir spielen Civ 2. Geht nicht mehr, was man spielt, sondern wie gut das damals bewertet wurde. Ja, ich weiß. Dann spielen halt 1000 Leute oder was? Ja. Die sagen alle, jo, ist geil. Und dann spielen es halt nicht. Von daher ist dann halt, ja, hör auf, ey. Also dann denk ich auch, so muss man eigentlich wissen, so eine Kacke. Ja. Ich hätte einfach GTA 5 sagen sollen. Erstmal. Ja, es war ja noch eine Liste. Mal gucken. Ja. So, es steht 1-0. Das Spiel konnte natürlich immer noch gewinnen. Es sind ja noch 2 Runden. Ja. Und wir wechseln jetzt auf Spiel 1, 2, Drittel. Also dürfte ein Tab weitergehen. Oh, so, oh, da bin ich sowas von raus. Ich bin sowas von raus. Alter, oh, nee. So, ich wollte euch schreien hören, ne? Ich wollte euch schreien hören. Nein, ein paar kenne ich ja, so ist er nicht. Ja, so. Komm. Alle Bundesliga-Mannschaften? So, es geht um alle Bundesliga-Mannschaften, also aus der ersten Liga, die in der letzten Saison, also 2021, den Klassenerhalt geschafft haben. Ja, na gut, okay, ein paar kenne ich. Warte mal, darf ich mir eine Liste aufmachen? Also, es geht eigentlich um die Top 15, wenn euch das hilft. Dann dürfen wir anfangen, ne? Genau, diesmal seid ihr dran. Top 15. Ja, bei München sagt er. Dann hau ich einfach raus, Borussia Dortmund. Ist Borussia Dortmund dabei? Ich weiß ja nicht. Nee, sind abgestiegen. Ja, der BVB ist dabei. Platz 3. Ja gut, dann sagen wir Bayern München. Ja, komm. Dann wann sind sie nicht abgestiegen letzte Saison? Ich bin mir da nicht so sicher. Die ja, Bayern komm, auf der 1, ja. Ups, Alter. Ja. Es geht darum, die nicht abgestiegen sind. Ach so. Ja, Klassenerhalt also, geschafft. Der 16. hat es ja auch geschafft, aber es geht um die Top 15. Okay. Alles klar. Scheiße, ne, warte mal, Moment. Die einen waren so weit unten. Jetzt muss ich mal. Mirko, nimm bitte die offensichtliche dritte Mannschaft. Ne, ich helfe mal hier nochmal, falls euch das hilft. Top 15 hätte ich. Okay. Es gibt 3 Mannschaften. Boah. 2 davon kommen aus dem Pott. Das sind immer die Top 3. Die Auswärts bitte raus. Also, die einen nicht. Fängt mit einem S an, ja, und hat eine 04 drin. Die Mannschaft nehmen wir jetzt. Hä? Nee. Doch. Ist das jetzt eigentlich? Also als ob die abgestiegen. Nein, wir loggen es jetzt nicht ein. Weil wenn die absteigen, dann ist aber auch. Die sind abgestiegen in die zweite Liga. Laber. Doch. Schalke ist in der zweiten. Ja! Wie ist das denn passiert? Alter, erschreck mich doch jetzt nicht so. Ich dachte, ja, ich hab seitdem ich 8 bin kein Fußball mehr geguckt. Aber seit ich sagen, ich ärgere seit über ein Jahr meinen Vater damit. Und so, will ja, ihr Kleingeld geben oder so, damit die ihre Mannschaft wieder aufbauen können. Ja, gut, dass ich es nicht gesagt habe, ne? Mirko, du darfst. Ich hab mich fast erschrocken, ne? Der RB Leipzig, so. RB Leipzig. Ed Bull. RB Leipzig. Damit habt ihr die Top 3 voll. Nice. Was? Ja, okay, ich hab keine Ahnung. Das ist seine Kategorie. Let's go. Weil ich momentan am Tippen bin, weiß ich, dass, wer wo ist. So, Da ich nicht mehr wusste, wer alles in der Liste ist, wenn ihr möchtet, kann ich euch eine Liste von allen Clubs, die 2020 bis 2021 dabei waren, schicken. Weil ich keine Ahnung habe, weil ich die Bundesliga nicht mehr verfolge. Aber da dürfen mir jetzt nicht die Nummerierungen stehen, ne? Nee, die stehen nicht da. Da steht nur, wer da mit dabei war. Nee, du hast dir jetzt eine Liste angeguckt, wer 20... Hast du jetzt eine Liste aufgemacht? 2021 in der Bundesliga? Ja, drin war. Nicht in welcher Reihe. Du darfst doch nichts aufmachen. Das ist doch scheißegal, das ist voll entschieden. Du darfst doch nichts aufmachen. Ich hab doch keine Ahnung, es gibt 5000 Clubs. Ich auch nicht. Junge, du darfst doch nichts aufmachen. Aus dem Kopf hier. Ja, genau, aus dem Kopf soll ich noch irgendjemanden. Ja, darum geht's doch. Natürlich. Ja, gut. Kann ich das übernehmen für uns die Runde? Ja, also dann darf David nicht mal antworten. Ja, gut. Dann antworte ich halt nicht mal. Union Berlin. Ja. Sag ich. Okay. Was ist das für ein scheiß Club, Alter? Auf der 7. Danke. Union. Aber was soll das denn hier?
Ja, ich hab doch keine Ahnung von Fußball. Ach, nee. Ja, du sollst doch keine Liste in den Quiz aufmachen. Was? Ja, ich weiß nicht, wer von diesen 18 Vereinen abgestiegen ist. Ja, Mann, David, ey. Das weiß ich auch nicht. Weißt du, wer das war? Ja, trotzdem, ja, es geht um 15 Stück. In 15 von 32.000 Stück. Ja, eindeutig war, welche ich da so noch weiß. Was haben wir denn jetzt? Tim Duisburg. Ja, das wäre ja, cool. Waren, ich musste überlegen, wir waren alles so weit unten da vor der Saison. Ich will ja die haben, die oben waren möglichst, ne? Ja, ist ja klar. Eindeutig der zweite FC Köln. Boah, krass. Die waren schon auf Erstligisten-Status. Weil du hast gar keine Ahnung mehr, ne? Oder was? Nein, ich habe dir zwei geschrieben, von denen ich noch denke, dass die vielleicht irgendwo da sind. Oh, ich lese ja gar nicht. Aber ansonsten, ey. Dann das zweite davon kannst du sagen. Ja, dann sagen wir Frankfurt. Eintracht, nehme ich an. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Frankfurt-Verein gibt. Eintracht Frankfurt. Ja, gibt's. Den FSV. Aber es gibt nur einmal Frankfurt in der ersten Liga. Deswegen kann ich dort easy zuordnen. Frankfurt, Fünfter. Dabei. Dann haben wir Hertha BSC. Ja, der andere Berliner Club. Noch knapp dabei, mit der 14. Fußball ist mein Ding, Alter. So, Hertha. Ja. Geht flott hier. Meins nicht, schon seit 2016 nicht mehr. Damit die Duisburger wieder dran. Wir können natürlich auch eure eigene Stadt nennen. Das wäre natürlich ja, wollte ich sagen, voll smart und nicht auch immer. Nee, da weiß ich, dass die nicht dabei sind. Weil meine Eltern sind extreme Fans von Duisburg. Okay. Die gehen auch gerne mal ins Stadion. Hm? Wir sind auch so weit. Aber vielleicht wegen Corona durfte man nicht mehr ins Stadion, hat man das nicht so mitbekommen oder so. Nee, ist richtig. Meine Mutter stand aber auch während Corona vor dem Stadion, weil in einigen Städten, zum Beispiel auch in Duisburg, da haben wir es dann so gemacht, dass sie sich mit den Autos alle auf den Parkplatz gestellt haben und vor allem mit LKWs und so und dann die ganze Zeit gehupt beim Fußballspiel. Hm. Als Support. Na, vielleicht hat es für die erste Liga gereicht. Ja, klar. Ich muss nachsehen. Aber Mirko, wenn du die ganzen Vereine kennst, dann nimm einfach die nicht so weit unten sind. Problem ist, das Problem ist, ich weiß jetzt gerade nur die weit unten stehen. Der erste FC Sulzbach-Rosenberg, eindeutig der beste Club aller Zeiten. Wie wird uns das? Sagen wir schon. So, Mirko. 5, 4, 3. Euer? Nein. Pfui. Ist die Frage, so langsam, ey. Die Kollege wollte schummeln. Das ist spät. Ja, kann ich ja nichts für. Ihr habt mich mit ihm zusammengesteckt. Ich hab gar nichts gemacht. So, Mirko. Paul, ich hätte gerne eine Antwort. Ja, Paul, sag mal. Das ist okay. Das ist mir nicht. Nee, sag du da. Du bist ja drin. Holger, google den mal. So, Stuttgart. Was sind wir jetzt mit meiner Cam bei Yannick los, Alter? Stuttgart. Im nächsten Universum. Stuttgart ist auf der 9. Nächsten Universum, warte mal. Ja, okay. Du bist dabei. Dann ist Holger wieder dran. Da gibt's sogar noch ein paar. Freiburg. Janik, ich bin im anderen Universum gelandet. Jo, Freiburg. Freiburg, auf der 10. Holger, ja. Macht ihr den gegnerischen Team hier ganz schön Spaß? Ja, Junge, Fußball kann. Mann. Ja? Warte mal. Ich darf den kurz mal aus. Hoffenheim, ich Volldödel. Hoffenheim. Kleines Örtchen. Müsste aber relativ 13 oder 15 sein. Nö, 11. Echt? Waren die auch so gut? Auf der 11 waren die sogar. Ja, wundert mich auch gerade. Alter. Vielleicht kriegen wir die Liste sogar voll. Mainz. Ich hab jetzt einfach meine Cam ausgeschaltet. Ja, solange die Faxen noch. Ich mach die gleich wieder. So, geht wieder. Siehst du, hast dich schon beruhigt. Mainz musst du drin sein, Janik. Was denn? Mainz, hab ich gesagt. Ach so, Mainz. Ich hab ganz eins verstanden. Mainz. Mainz. Junge, sag doch Mainz aus LazyTown, das verstehe ich doch. Ja, ist auf der 12. Ball, ja. Dankeschön. Ja. Sorry. Ja, auch Holgers Verlass. Holger, du machst das schon. Ich hab doch was gesagt. Pause habe. Ja. Oh, wer war denn so weit? Komm, ich sag einfach Köln. Komm. Köln. Boah, ey, die müssten hoffentlich im 15-13 sein, weil die waren richtig schlecht. Kölle hat natürlich den Klassenerhalt geschafft. Ja, scheiße, die sind bestimmt 16 oder so. Aber die sind 16 geworden. Ach, fuck. Ja.
Scheiße. Die waren richtig scheiße. Diese, wenn ihr dann noch auf alles tippst, dann musst du jetzt den Rest wissen. Ja, die Saison läuft ja. Hast du jetzt alle genannt, die abgestiegen sind? Von den anderen. Ja. Leverkusen müssen wir noch haben. Stimmt. Oh mein Gott. Du meinst Leverkusen? Leverkusen! Natürlich da am Leverkusen. Start. Ja. So. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir die letzte voll kriegen. Hätte was. Kommt, Jungs, haut was raus. Warte mal, jetzt habe ich ja echt alle genannt, die ab kurz vorm Abstieg. Ja, du musst jetzt einfach nur noch wissen, wer ja, ist. Die sind ja zwei Stange ab. Und dann auch auf den Fehler von einem Gegner-Team hoffen, natürlich. Ne? Mann, mir fällt ja so kein. Warte mal, was hast du nochmal geschrieben alles? So, ich habe nochmal wieder Musik eingemacht. Ich lese den Chat übrigens immer mit. Nichts mehr. Wenn er mit Tonmäßig nicht ganz gut ist, könnt ihr mir das auch immer in den Chat schreiben. So. Was sind die dabei? Ja, mir kurz. Bielefeld. Ja? Und von nicht so langer Zeit waren sie noch in der zweiten Liga. Ja. Ja. Und sie haben auch immer zu kämpfen in der ersten Liga. Aber 15 reicht. Alter. Ja, ich weiß ja, welche jetzt abgestiegen sind und welche noch Dings. Das ist ja klar. So, wir müssen noch eine Mannschaft raten. Drei haben wir noch, ja. Eine Wolfsburg haben wir noch. Wolfsburg. Oh mein Gott, stimmt. Wolfsburg ist drin. Hat Holger alle kennt und jedes Mal mir könnte das so, Junge, stimmt. Fußball ist meins, Alter. Ja, klar, das ist mein Ding. Ich tipp jede Woche, guck mir die Namen an und dann denke ich mir, ja. Aber ja, das so Janik, das so jetzt auch dazu. Heute sowas. Ja. Fuck. Ja, ich dachte mir so, okay, das könnte lustig werden. Für mich. Kiel. So, ihr müsst jetzt einmal richtig antworten und dann auf die Dresden. Fehler eures Gegners hoffen, um noch hier zumindest ein Unentschieden rauszuholen. Ich muss mal durchgehen. Was ist mit Dynamo Dresden? Nee, die sind Zweite. Zweite Liga. Das weiß ich. Damit hält's doch nicht, Mann! Hätten auch Vierte sein können. Halt dich doch raus! Ja, der Mirko weiß das ja. Ich nenne mir irgendwelche Namen. Ja, ich fall einfach nur die Namen nicht an. Deswegen nicht einfach irgendwelche Städtenamen. Ne? Das ist echt meine Idee. Wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr immer noch Städte nennen. Ja, ich war doch wohl schon genau. Noch jemand aus dem Ruhrpott eventuell? München. Ja, ich. Fackbach. Essen wahrscheinlich nicht, Düsseldorf nicht. Duisburg garantiert nicht. Nein. Ja, sind jetzt toll. Wir sind erst, wenn wir es Hamburg. Freigard. Erste FC Freigard. Gibt es bestimmt. Nürnberg. Kaiserslautern. Nee. Und das letzte Mal, als sich die Nürnberger gefreut haben, das ist ein paar Jahre her. Alter, ich komme nicht drauf. Hans Meierzeit. Also mehr oder weniger. Aschaffenburg. Ist es die Antwort? Nein. Also Aschaffenburg ist eingeloggt. Okay. Ich komm gleich drauf. Alles klar. Die Nürnberger, die 10 Sekunden gebe ich euch, wenn sie verlieren. Das ist als geil. Ob. Ja, ich weiß es nicht, du musst was sagen. Ich brauch's nicht. Nein, mal eine Antwort. Du machst das schon. Du bist das. Ach, ich komm. Ey, wir haben jetzt fast alle Standardligisten da drin, ne? Langsam. Ja, denn du zählst voll langsam. Ja. Zähl mal schneller. Bei euch war ich auch nicht teurer, sag mal ruhig. Ja, ich weiß, trotzdem. 5. Boah, scheiße, das haben wir auch schon. 4. Mir fällt nichts ein. Mein Kopf ist einfach leer. 3. Ach ja, die Ost- und die Nordsee. Das sind schon schöne Dinge. 2. Mann, ich komm nicht drauf. Eine Stadt? Das ist doch irgendeine Stadt. 1. Fällt aber in jemand ein. Ja, nehmen wir Hamburg. Scheiß drauf. Dann wir nein! Mir fällt dir nichts ein. Dir fällt aber auch nichts ein, Mirko. Und Hamburg ist eingeloggt. Nein. Und die ganze Zeit nein sagen müssen, dann sagt ja, jetzt ist vorbei, ist halt auch scheiße. Gut, Hamburg ist eingeloggt. Ist Hamburg ist natürlich. Ja, Hamburg falsch. Ist abgestiegen und. Mehr als falsch kann ich jetzt auch nicht sagen. Weißt so. Du? Dann lass dir was einfallen, ja, Mann. München-Gladbach. Gladbach! Ah, ja, ist ja. Gladbach ist dabei. Danke. So, einen habt ihr noch.
Jetzt dürft ihr halt doch nochmal antworten. Entweder sagt ja, ihr, komm. Ne, ich meine, ihr habt die Runde auch verloren, die ist jetzt theoretisch nicht mehr einzuholen. Aber wie, die Ehre könnt ihr ja gerne vervollständigen. Oh, ich bin so ein Vollpfosten, ne? Ist das deine Antwort? Ja. Oh, ich weiß, wer aber fehlt. Ich wird gerade gerufen. Ich auch, ich habe die Liste vor mir. Ich bin cool, ich muss gut. Ich gebe euch einen Danke, Tipp, fängt mit A an. Von Duisburg. Ist kurz ein kleiner Notfall. Komm gleich wieder. Ja, wir sagen jetzt MSV Duisburg. Duisburg! Leider nicht dabei. Ja. Ne. Komisch. Nicht dabei. Freut ihr spannend machen. Aber Augsburg wäre noch dabei gewesen. Ja. Kann man leicht vergessen. Es ist okay. Es ist okay. Na, aber immerhin, 2:0. Damit geht das erste Spiel schon mal an Team HGLPT. Die dritte Runde machen wir natürlich trotzdem. Guck, ich wollte nämlich gerade fragen, wie das läuft, weil wir jetzt ja beide Spiele, also beide Teile des ersten Spiels. Jemand hatte kein Klopapier. Geballert haben. Geht das erste Spiel an uns? Paria hat geantwortet. Das erste Spiel. Ah, okay. Ich habe von Duisburg gesagt. Okay, euch, Augsburg wäre mir jetzt gar nicht mehr eingefallen. Ja, das ist mir bewusst, dass dir nicht eingefallen wäre. Das habe ich auch vorhin mitbekommen. Das ist. Das ist belastend. Sad. Tut mir leid. Ja? Ja, guck mal, ich wusste ja gar nichts. Ich hatte gehofft, dass du das weißt. Aber es gibt immer noch zwei Spiele, ne? Das machen wir eins noch, um es zu füllen. Damit dürft ihr jetzt auf das letzte des ersten Spiels drauf gehen. Ja, super. Ja, auch mal eine Städteliste nebenbei auf, ne? Naja, keine Listen nebenbei auf, das wäre nett. Und kein Google und so. Einfach schön Gedächtnis. Nächstes Spiel schon, Entschuldigung. Genau, ihr dürft jetzt auf Spiel 1, 3, 3 gehen. Die Bevölkerung. Was? Genau, die bevölkerungsreichsten Städte der Welt. Es geht mir nicht um. Ach, sonst geht's gut, oder was? Es geht mir nicht um die größten, sondern wirklich so, wer hat die meisten Bevölkerung? Und dann zwei sind ja einfach. Na, die Top 15, ne? Ihr habt ja auch genug Zeit, ne? Ihr könnt ja bis zu zwei Fehler machen. Das sollte ja gar kein Problem sein. David darf natürlich jetzt wieder antworten, wenn er dann vielleicht wieder durch ist mit dem. Ja, natürlich, Mirko, klar. Gesprächen und so. Ne, das ist alles gar kein Problem. Ah, danke, ich wusste den Namen davon nicht mehr, Paul. So, Team Duisburg darf hier auch wieder anfangen, weil sie jetzt im Rückstand sind. Ja, fang mit deinem an. Tokio. Tokio. Auf der 1, ja? Ist dabei. Na klar. Nice. Jojo. Holger. Und David. Und fragst du mich denn so was? Würde ich gern wissen. Wo leben deiner Meinung nach die meisten Einwohner? Was weiß ich. Ist das deine Antwort? Nein, warte. Ich kann gerne googeln, ob es was weiß ich gibt. Ach, halt's Maul. Ob es dabei ist, weiß ich aber nicht. New York. New York. Hatten wir auch. New York. Der Staat oder die Stadt? Willst mich jetzt verarschen? Ein bisschen, ja. Stopp, Holger. Halt, stopp. Nix New York. Ist schon ein. Ist auch drin, alles gut. Ich bring die Oma. Ist der dabei? Meister, das ist. Ist dabei, okay. Kein Stress. Okay. Holger hat diesmal keinen Fehler gemacht. Das Problem ist, die Stadt und der Stadt sind zwei verschiedene Dinge. Und die Stadt ist eigentlich New York City. Und New York City ist nur die Insel. Ja, aber ich war so gelandet. Also, ich weiß ja, was ihr meintet. Boah, ich hab ja extra nochmal nachgefragt. Du hast die 10 also, Sekunden bei dir nicht abgezählt. Von wegen Kulant. Als Maul hier. Voll ganz eingeloggt. Ich hab dir gefühlt in 3 Minuten. Er war ja auch alleine. So. Dass ihr Tokio eingeloggt habt. Ich muss hier ein Team alleine carryen, Junge. So, Team Duisburg. Peking. Ja. Peking. Eingeloggt? Ja. Danke. Ja, eingeloggt. Ja, 15. Noch knapp dabei. Was? So weit unten. Damn, okay. Ja. Damn, okay. Shit. Jetzt ist doch alles 2 easy. Souveräne Top 15. Das ist ja dabei. Ja, wusste ich. Ja. Ja, damit ich direkt wieder das Zepter weitergegeben an Team HGLPT. Holger, schau mal in den Chat. Was wird geschrieben? Warte mal. Ja, ich hab was geschrieben. Hast du? Ja, hab ich. Weil ich gleich. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen. Alle drei? Okay. Ja. Soll ich sagen? Was du, okay. Mark. Ja, mach's. Sag's bitte. Hongkong.
David hat, soweit ich gesehen habe, Hongkong Holger eingetippt. Weiß nicht, ob, meinst du damit was anderes? Oh. Janik, ich hol dich gleich hierher, ich hol dich gleich hierher, Alter. Ja? Finde ich witzig. Trag das ein. Ich trage euch ein Kreuz ein, das ist richtig. Scheiße. Scheiße, als ob Peking drin ist, aber Hongkong nicht, ey. So, leider nicht. Ich wollte. Das ist Hongkong absolut die geilste Stadt. Ich wollte ein paar schreiben. Hongkong, ich hab Gongkong geschrieben. Gongkong. Gongkong. Kennst. Ja, das Gongkong, du. Also. Ja, dann das mit M kannst du eigentlich. Ja, schmeißt mal die Gläser an die Wand, ne? Ja. Ach komm, jetzt Moskau ist ein schönes Land. Ach, halt dein Maul. Hey! Das würde ich jetzt nicht sagen. Wir locken Moskau ein. Zu Holger. Moskau, 11. Mauer ab. Ist natürlich dabei. Klar. Damit geht der Zepter wieder an deinem HGPT. Ja, ist ja, richtig. Paul. Na, ich hab ja noch 11. Ist ja noch alles frei. Mm. Ein Fehler dürft ihr noch machen. Gar kein Stress mit euch bei. Das sagt mir gar nichts, Mirko, aber wenn du das meinst. Nee. Ich weiß schon nie gehört. Ich weiß, was Mirko meint. Ach so. Ach so. Okay, ja, genau. Okay. Natürlich, Franchico. Das ist der. Hier. Ja, genau. Ja, ja, danke. Holger David, ja. Was denn mit Mexiko-Stadt? Falls du da wieder irgendwann möchtest, mein Freund. Das Land? Ja, Mexiko-Stadt, habe ich gesagt. Also New Mexico. Der Staat. Ja, durchaus. Mexiko-Stadt ist auf der 4. Danke. Okay, Mexiko-Stadt wäre auch ein Guess gewesen, tatsächlich. Na, ein guter Guess. Ich hätte. Das war gut, Holger. Weiß ja, nicht, wie ich wusste ja. Bist, deswegen... Du bist ja nicht da. Ja, sorry. War sehr leid. Ja, so lange ist es. So, geht ja gut gerade. Cool. Du darfst. Ich bin auch mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Soll ich mit B sagen oder was? Ja. Berlin. So lange kurz weg. Berlin. Dass wir auch dabei sind, wir Deutschen. Die bevölkerungsreichsten Städte der Welt. Leben so viele in Berlin, dass sie in der Top 15 dabei sind. Oh, wenn du schon so sagst, nein. Nein, never. Das sind sie nicht. So viele doch nicht. Euer erstes Kreuz in dieser Runde. Jetzt Holger wieder. Macht ja auch keinen Sinn, wenn Peking schon so wenig hat. Ja, eigentlich nicht. Ja, dann ist die andere aus Europa auch nicht dabei, die Werten. Obwohl, da leben wir, glaube ich, mehr. 5 Sekunden. Als größer. Ernsthaft? Nein. Boah, Junge. Ja, wenn komm mir doch nicht mit sowas. Ja, warum nicht? Was gibt's denn noch auf der Welt? Irgendwas Interessantes? Es gibt noch viel auf der Welt. Die komische Hauptstadt, da haben wir schon, wo gerade alle Russen ausgewandert sind. Du kannst ja die Stadt vom Gegner nennen, du kannst ja nennen, wo du herkommst. Es gibt ja noch einiges. Ich kann auch Shanghai sagen. Tue ich auch. Nur mal so. Shanghai? Ja. Ist eingeloggt. Okay. Meinst du, es ist in den Top 15? Der Welt, Holger. Wenn das jetzt die 16. Ne? Also dann. Na, ist die 12. Oh. Ja, dann bei uns ist scheiß Montagsdemo, ey. Was? Ja, bei uns ist scheiß Montagsdemo. So. Ah, oh, Shanghai, ja. Damit kommt wieder Montagsdemo. Sollen Sie mal lieber das Quiz gucken? Ja, bei uns ist Montagsdemo. Gerade vor der Tür. Wieso? Die halbe Stadt. Aktuell gleich auf. Ein Fehler bei beiden Teams. Und wir haben noch einige Plätze offen. 6 wurden genannt. 9 haben wir noch da. Also alles noch drin für zumindest. Na, es kann 3-0 enden, es kann 2-1 enden. Ja, nicht ganz kurz. Ne? Das Spiel geht eher an uns, oder? Die Runde geht eher an euch, ja. Ja, da muss ich mich ja gar nicht anstrengen, meine Güte. Ja? Entschuldigung. Ja. Absolut sexuell. Also den ersten Punkt habt ihr schon. Ah, das ist schön. Nice. So, was sagt Team Duisburg so? Keine Ahnung. Nein, will ich nicht einloggen, haha. Ja.
auch gerade am Überlegen. Dann sagt er es mit W, keine Ahnung. Oder. Ja. Wambo? Wambo, ja, die Wambologie. Die Lehre des Wambo. Boah. Das ist ganz schön am Skript. Könnten auch sein, die du jetzt am Ende geschrieben hast. Das könnte alles sein, ne? Ja, das ist halt so was, wovon ich gar keine Ahnung hab. Ich hab da auch null Ahnung von. Ich will ja auch keine, ich will ja keine Listen von euch wissen, wovon ihr Ahnung. Wir sagen hat. Washington DC. Washington DC. Da kommt Batista weg. Wer den kennt. Batista-Bombe, ja, ja klar. Ja klar, ne? Achso. Klar, natürlich. Batista. Ja. War damals einer meiner Lieblingswrestler? Hat aber in seiner Stadt schon so nicht rede, so viele Konkurrenten. Er ist der zweite Kreuz. Ja, ich hab den wieder geschrieben, seit ich zwischendrin. Na, weg sein. Nicht für die Top 15. Mann. Yannick hat gesagt, der hat das so ausgewählt, dass alle was wissen. Ihr habt alle gleich wenig Ahnung hier. Naja, also Holger war in Spiel 2 schon sehr gut. Und im ersten Spiel waren die beiden auch sehr gut. Dankeschön, dankeschön. Ja, das erste Spiel war schon knapp. Vielleicht doch. Moment mal. Auch besser, wenn Holger ausschaltet, statt Dave, nichts für dich. Dave, hab dich lieb. Ja, ich weiß schon, du trollst mich heute schon den ganzen Tag. Das geht gar so, nicht. So, Team Mager LPD, was sagt ihr? Sind wir wieder dran? Ja. Wir sagen Rio de Janeiro. Ah, siehst du? Mir ist auch nicht eingefallen. Rio de Janeiro, sagt ihr. Ja, Brasilien. Ja. Kennt man. Ist das so dicht bevölkert? Das kann ich dir sagen, ja. Paul, für die Top 15 zumindest nicht. Arschloch. Ja. Warte, ich bin nur der Moderator. Das hätte ich nämlich auch nicht gedacht. 2,5 Kreuz habt ihr jetzt schon. 2,5? Ja, reicht ja wohl hier. Also, wir haben Rio gestern in Rio gespielt, das war wild. Ja, aber das sind ja nicht so hohe Gebäude, oder? Das sind halt immer nur so Bretterbuden. Ja, was heißt Bretterbuden? Oder viel, weil durch die ganze Zeit. So, Team Duisburg muss eine richtige Antwort geben, sonst geht der Punkt direkt an HGPT. Ihr müsst einfach nur was Richtiges sind. Habt ihr noch Zeit? Ach, such dir einen aus von deinen, Mirko. Such dir einen aus von den ganzen, die wir da genannt hatten. Irgendeiner ist bestimmt dabei. Das ist schon die zweite. Las Vegas, komm. Das muss. Ja, ich glaube Las Vegas eben nicht, aber nehmen wir. Ja, nee, warte. Wenn Nein. du sagst eher nicht, dann. Ich will schon eine Antwort haben. Klingt noch nicht geeinigt. Also, nehme ich es noch nicht. Wenn ihr beide sagt, dass es eingeloggt ist. Ich weiß nicht, ob Las Vegas so wirklich krass bevölkert ist. Es sind halt sehr viele Touristen, ne? Dadurch halt viele Hotels und so. Nein, warte. Muss doch nicht die krasseste sein, muss doch nur den Top 15 der Welt, ne? Ja, Top 15, man muss aber schon über Peking sein. Das kann ich mir bei Las Vegas nicht vorstellen. Du hast recht. Ja, dann. Ah, ist halt anstrengend. Dann nehmen wir Los Angeles, oder? Fall. Ja. Ja, das könnte Holger sein. Wieder das Reich der Stars ist also eingeloggt. Ja. Sind denn da so viele Stars, dass es mehr als Peking ist? Warum leck mich Yannick, ey? Ja, die Antwort ist nicht leck mich, aber es ist falsch. Ja, war klar. Ne? Belastend. Also im Chat von Paul konnte ich auf jeden Fall eine richtige sehen. Los Angeles oder Sao Paulo. Sao Paulo wäre natürlich dabei gewesen. Oh, okay. Auf der 3. Ne? Damn. Ne? Aber wir gehen jetzt nochmal runter. Wir haben Istanbul. Auf der 14. Istanbul. Ey. Dann. Ach, ist da. Oh mein Gott. Ne, Buenos Aires haben wir auch dabei. Auf der London 3. dabei. Na, warten wir uns immer noch. So, dann die weltbekannte Stadt Kalkutta. Kairo! Ägypten war der nächste. Kairo. Ja, okay. Dann, Delhi. Kairo, schön. Indien, natürlich! Ich dachte auch vorhin noch an Indien und mir ist gerade schon eingefallen. New Delhi. Na, weil Delhi gibt's ja auch. Oh mein Gott. So wie es geschrieben habe. Manila. Also Delhi. Jo. Okay. Weil New Delhi gibt's ja auch. Das wo ist Manila? Bombay. Bombay? Okay. Manila ist in, was war das, Philippinen? Sao Paulo wäre, by the way, mein nächster Tipp gewesen. So, und, ne, bisschen im Asienbereich halt noch Seoul.
Ja, so Korea. Okay. Natürlich. Oh mein Gott. Oh Mann. Korea habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ich hätte schon mal gehört, aber. Nein, man kennt sie, aber. Also die meisten, aber man kennt natürlich jetzt nicht die Bevölkerungsdichte und so. Leere im Kopf. Holger, du nimmst doch alles auf, ne? Ja. Warum? Ja. Na, einfach Janik nachher einfach Ärger. Tank. Ja, so. So. Damit ist das erste Spiel schon mal vorbei. Damit geht der erste Punkt an Team HGLPT. Jawohl, sie aber, können schon mal aufdrehen. Na, ist ja das erste Spiel von dreien, also ist ja immer noch alles drin, ne? Sieg oder Niederlage. Unentschieden theoretisch ja auch. Ja? Damit dürft ihr jetzt umschalten auf Spiel Nummer 2. Zack. Oh, okay. Genau. Weiter geht's. Jetzt dürft ihr ordnen, ja? Oh, gerade eben. Alter. Jetzt musstet ihr was wissen, jetzt müsst ihr es nur einordnen. Ja, ist doch gar kein Problem. Ja, wir fangen wieder natürlich mit Gaming an. Viel Spaß, Paul. Keine Ahnung. Nächstes Mal müsst ihr mir links bestimmtes nennen. Alles seht ihr da rechts. So, wir spielen Ordnungsfanatiker. Es geht in der ersten Runde um MMO-Spiele, ja? Release von früh bis spät, wann es rausgekommen ist. Okay. Ne? Generell oder in Europa? Generell. Muss. Okay. Außer wenn es außerhalb von Europa erschienen ist, dann woanders, dann ist es halt erschienen. Ne? World of Warcraft ist so die 7. Es ist erstmal in der Mitte einsortiert. Das werdet ihr nachher auch sehen, in den nächsten beiden Dingern. Ich habe es immer auf der 7 platziert. Es kann auch auf der 1 sein, es kann auch auf der 15 sein. Ihr müsst am Anfang nur immer sagen, ist über WoW zum Beispiel oder ist unter WoW. Und wenn da dann zwei Sachen stehen, müsst ihr dann das einsortieren. Okay. Genau. Also von früh bis spät heißt, 1 wäre dann das ursprünglichste, also das allererste MMO und spät, also 15 wäre dann. Genau. 1900, bla bla bla, ist 1. 2022 okay, ja. Wäre die 15 zum Beispiel. Okay. Genau. Ja. Genau. Und dazu kommt noch, wir haben dann nicht nur MMOs in der Liste. Also es gibt auch Spiele da drin, die keine MMOs sind. Ich wollte schon sagen, ich wollte erst sagen, hey, das ist doch kein MMO, heißt, Alter. Wenn ihr mir was Falsches nennt, was kein MMO ist, ist das natürlich auch falsch. Und hier geht es natürlich auch mit den gleichen Fehlern. 3 Fehler, man hat automatisch verloren. Also könnt ihr euch auch Fehler hier wieder erlauben, ne? Aber maximal nur 2. Und auch hier keine Listen oder sonstiges. Gott sei Dank bin ich der MMO-Crack hier, ja? Ja, dann hau mal raus gleich. Aber die 1 wäre dann das früheste. Hab ich das jetzt 1900, richtig? Genau. Ah, okay. Genau, ja. Und wie gesagt, WoW ist nicht die 7, es ist halt nur erstmal, damit ihr was habt zum Einsortieren. Okay, damit wir es einsortieren. Ja, ihr müsst halt mir auch nicht sagen, was auf der 1 oder auf der 5 sind, ich will halt nur immer direkt einmal wissen, ist das vor WoW erschienen oder danach. Okay, wer darf anfangen? Team Duisburg hatte jetzt zweimal angefangen in den ersten beiden Spielen, deswegen ist Team HGLPT mal dran. Okay, also vor oder nach WoW. Genau. WoW kam in den frühen 2000ern raus, ja. Das heißt, ich kann jetzt schon mal einsortieren, dass Lost Ark nach WoW kam. Oh. Es ist absolutes Basiswissen, ja. Ist das eingeloggt? Mind blown. Das ist eingeloggt. Nach WoW ist richtig. So. Team Duisburg. Eigentlich kannst du das sogar fast. Machst du nur bitte also, auf die 15? Warte mal, nee, das ist doch. Ach ja, bis spät. Ja, ja, ja. New World. Sagst du nach Lost Ark? Ja. Okay. Das ist vielleicht euer erstes Kreuz, aber natürlich ist es erstmal nach Lost Ark. Das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, so. Nein. Da hätte ich mich auch beschwert. Da hätte ich dann offiziell Beschwerde eingereicht. Das ist mir doch egal. Ich bin vor Lost Ark, aber nach WoW kam raus EVE Online. Vor EVE Online sagst du zwischen WoW und Lost Ark. Korrekt. Das ist schon mal das erste Kreuz. Hä? Ist das jetzt schon so alt? Er sagt Crack und dann haben wir Kreuz. Ich sehe. So. Damit ist Team Duisburg. Was ist denn Lego Worlds? Ich kenn auch gar nicht. Kennst du mich? Oh, Junge, voll geil. Ja, kurze Anmerkung. Janne, kannst du irgendwie die irgendwie rot machen, die wir schon genommen haben? Dass wir das besser sehen. Ich kann die auch rausnehmen, ja. Moment. Oder rausnehmen, je nachdem. Ja, das wäre irgendwie cool, genau. Das ist einfacher.
Ich würde es euch ja nicht einfach machen. Sie ist ja mir schön machen. Ja. Und die unten links zählen auch, ne? Ja, genau, die ganze Reihe hier. Alles im Grünbereich. Alter, ich weiß doch nicht, wann Roblox, ey. Roblox ist, glaube ich. Alter, das kam denn vor WoW raus? Ja, Roblox ist also so eine Scheiße. Vielleicht ist WoW ja die 1. Wir nehmen keinen Roblox gesagt, mehr, komm. Alles nein, nein. Was ist denn Temtem? Kenne ich auch nicht. Also, warte mal. Du hast mich aber schon richtig verstanden. Nach WoW, vor Lost Ark. Na, ja, ich habe ja nochmal extra nachgefragt. Zwischen WoW und Lost Ark. Genau. Das wäre jetzt ja, die 7,5. Okay. Genau. Okay. Naja, das habe ich verstanden. Okay. Dann, Alter, dann habe ich keine Ahnung an EVE Online. Oder so. Ich habe auch die Daten von euch. Also ich kann es gleich nachher das Datum in der Erscheinungsserie. Elder Scrolls Online muss ja irgendwie nach WoW gekommen sein, oder nicht? Ja, ich habe es dir gerade geschrieben. Ach so, oh. Entschuldigung, ich habe nicht alles. Ja. Kannst du so sagen. 100%. Also ich soll jetzt wieder was sagen. Ja. warte mal, ich muss mal gucken, was mit den Abkürzungen gemeint ist. Ich muss mir das hier anders machen. So. Was ist eure Antwort? Was sag ich denn, Mirko? Na, mach du mal, ich Elder Scrolls Online, bitte zwischen World of Warcraft und Lost Ark. Also ja, okay. Nach WoW, vor Lost Ark kam das raus. Elder Scrolls Online. Habt ihr eingeloggt? Ja. Auf der 7,5. Theoretisch ja. Jetzt. Ja, ist richtig. Ja. Weil so lange ist Lost Ark auch noch nicht draußen. No. Da ist es. So, machen wir nochmal schön. Zack. Ike. Dann ist das Team HGLPT wieder dran. Ja. Mach mal Biomutant nach WoW. Oh, Biomutant ist kein MMO. Steht aber doch in der Liste. Ja, aber er hat auch noch mal erwähnt, dass es... Dass ja, nein, nein, er hat doch recht, das steht nein, in der Liste. Ist das eingeloggt? Nein, das ist nicht eingeloggt. Okay. Biomutant ist kein MMO. Das war auch mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe. Ich wollte direkt sagen, Moment, Biomutant ist doch gar kein MMO. Aber ist doch scheißegal, es steht doch drin. Aber es sind MMO-Releases und Yannick hat vorhin explizit darauf hingewiesen, ja, dass nicht alles MMOs sind und dementsprechend... Ach so! Holger, ich würde nicht auf die anderen zwei hören, mach einfach. Ja, lock mal ruhig ein. Ich bin da ganz bei dir. Temtem ist auch kein offizielles MMO. Ich dachte, wir können easy in eine Liste gehen. Ja, sorry, ich habe nichts gesagt. Danke. Nein, mach euch. Hör jetzt auf. Hör auf, ihn da reinzureden. Ich mach gar nichts. Du trollst heute schon zu viel. Hör auf damit. Ich muss trollen. Guck mal, was ich geleistet habe. Das Gefühl war schon genug. Team HGLPT, was habt ihr denn so? Meine Antwort ist, das ist Final Fantasy 14. Das ist richtig. Ja, das ist Final Fantasy 14, was da steht. Okay, gut. Weil römische Zahlen sind nicht meins. Ja, genau. Das ist 10 und dann die Zahl dann auch. Genau, das hatte ich. Das, so, ja, römische so, Zahlen. Das ist gewesen. Das ist richtig. Römische Zahlen sind geil. Das hab ich hier. So, gesagt. Semi. Ja, wie bei, was ist. Das wollt ihr nehmen? Meine Antwort ist: Final Fantasy 14 kam nach WoW. Ja. Aber. Ja. Auch vor The Elder Scrolls Online. Das heißt zwischen WoW und Elder Scrolls Online. Weil Elder Scrolls Online kam ungefähr. Oh, lass mich lügen. Oh, warte, halt. Frage. Ist das Final Fantasy 14? Was? Oh, das ist eine böse Frage und ich kann jetzt die Antwort, weil ich die Antwort nicht kriege. Das ist assi. Scheiße. Okay. Mach das, was David gesagt hat. Gut. Also das, was David gesagt hat, war WoW und Elder Scrolls haben noch einen Teil dazwischen und das wäre diese Fall Final Fantasy 14. Ja, mach mal. Gut. Hat David noch vor seinem Abschied noch was Vernünftiges gesagt? Gut. Echt? Oh, hat er. Was? Schön. Das ist ja was Final Schönes. Fantasy 14 ist so alt. Ja, wie alt kann ich denn nach der Runde sagen? Ich hab die ganze Zeit meinen Kopf geschüttelt, weil ich dachte, nee, vor ESO. Hätte ich jetzt... Damn.
So. Ich dachte, das käme kurz vor Lost Ark irgendwie, also vor so vier Jahren oder was vielleicht. Final Fantasy, nee. Kam doch nicht 2012 oder so? Final Fantasy 13 kam, lass mich mal 14. 2014 raus. Und in 2014 wurde das erste Final Fantasy 14 released, weil die 14 steht in dem Fall nicht für den Teil an sich, sondern für das Jahr. So, okay. Ja. Okay, ja. Gut. Das ist absolut weird, aber ja. Die haben damals gesagt, wir wollen das 2014 releasen, ungefähr zur gleichen Zeit wie 13. Ach, absoluter Dreck. Also das damalige Final Fantasy 14 war absoluter Dreck. Jetzt ist es gut. Egal. So, Tim Duisburg. Ne? Ja. Na, sind ja noch genügend Titel da? Ja, wir überlegen noch kurz. Das Problem ist, ich kenne die meisten Spiele davon nicht. Weil ich mich da alle nicht. Musst so du ja auch nicht kennen, musst du ja nur einsortieren. Ja, dann. Danke. Wann kam denn Star Wars Old Republic raus? Paul, war das so 2006, 2007, irgendwie sowas? Ne, später noch. 2010, so um den Dreh. Noch später. The Old Republic müsste nach WoW sein, vor FF14. Ja, ja, klar. Also dazwischen kannst du das, denke ich, einordnen. Das sollte stimmen, ja. Janik, willst du es spannend machen oder darf ich? Ist das eingeloggt? Weiß ich nicht. Nein, ist noch nicht eingeloggt. Okay, achso, okay. Wir diskutieren noch. Na, okay. Also, kam nichts mehr, deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Ich kenne hier einen so einen Spieler fast gar nicht. Star Trek sagt mir so an sich was, ja, aber das Spiel online könnte ich... Star Trek online sagt mir auch null. Ich kenne noch ein, zwei Spiele davon. Ja, mach das da, wo du dir sicher bist. Ich habe echt null Ahnung, wenn die... Ja, okay, dann setze ich einfach mal Black Desert Online zwischen Elder Scrolls Online und Lost Ark. Also die 7,5. Das könnte nach Lost Ark sein. Ich glaube, es ist vor Lost Ark. Könnte nach Lost Ark sein. Ich hab keine vor. Black Desert vor Lost Ark, aber nach Elder Scrolls. Ja. Ist das das erste Kreuz? Nee. Ich wollte gerade sagen, du redest schon. Ja, gut. Das ist nicht das erste Kreuz. So, Black Desert Online auf der 8 in diesem Fall. Ist korrekt. Können wir auch hier wieder rausnehmen. Dann haben wir 6 Spiele schon mal vertreten in der Liste. Aber haben ja noch genügend da. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, Final Fantasy 14 ist 2014 gewesen. Passt ja. Wer weiß, ob das stimmt, ne? Muss ja auch noch stimmen. Aber die Magie LPT ist erstmal drin. Star Wars The Old Republic zwischen World of Warcraft und Final Fantasy XIV, was Star Wars The Old Republic vor 2012 rauskam, weil ich und Yannick das nämlich schon 2013 gespielt haben. Oh. So was Dave sagt. Also wohin? Okay. Das wusste ich. Zwischen World of Warcraft und Final Fantasy XIV. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Falsch. Hätte ich nicht gesagt? Ja, falsch. Das war überhaupt falsch. Das ist ja doof. Okay. Yeah. Das ist ja nicht so geil. Hoffentlich. So. Hey, Team Duisburg. Ja. Okay. Ja. Sehr doof jetzt. Soll ich wieder antworten, Mirko? Ja, mach mal. Ich bin dann beschäftigt. Packen wir ja RuneScape vor World of Warcraft. RuneScape vor WoW. Ja. Ich meine, das ist so ein komplettes Oldschool-Ding. Ja, aber Oldschool als WoW? Ich glaube ja. Okay. Ja, füge ich mal ein, ne? Auf der 4, ja. Ist richtig. Nice! So. Der Jan macht das jetzt Ball, auch ganz spannend. Ja, ist doch gut. Der Ball ist heiß, ja. So. Ich bin sein Cheerleader. Ja. Ja, immerhin einer. Ne? Ja, ich bin auch so auch angezogen. Weil siehst du aus wie beim Tuschkasten, nachdem ich gemalt habe. What the fuck, Merkel, was machst du denn?
mir gerade aufgegeben. Ich habe da keine Ahnung, wann die Dinger rausgekommen sind. Keine Ahnung. Ihr müsst ja, solange kein Fehler mehr macht, ist noch alles drin. Aber jetzt ja, ist, wenn man keinen Fehler macht, du bist lustig. Ja. Muss ich ja motivieren. Team Rot. Ja, los geht's. Ja, Team Rot. Bin neutral jetzt gerade. Oh. Nachher vielleicht. So, die, Herr GPT, was sagt ihr? Habt ihr noch ein Guess? Für mich. Mach mal. Muss Black Desert nochmal hier schön machen. Guild Wars 2. Oh Gott. Kam. Ja, Guild Wars ist schon mal ein MMO, da hast du recht. Danke. Meine Fritz. Das ist ja gar nichts mehr, weil. Ja, halt's doch Maul. Ja, es kann nicht sein, dass Final Fantasy 14 schon so früh rauskam. Guild Wars 2 kam nach WoW. Ja. Ja. Ja, warte. Aber vor RuneScape. Nach WoW vor RuneScape? Damit kann ich nicht arbeiten. Was? Wie machst du das denn dann? Sag einfach mal, Holger, auf 5,5 oder 4,5? Also, ob du das dazwischen haben willst oder. Holger, wo willst du platzieren? Ich war gerade weg, ich habe euch alle nicht gehört. Also, wenn du jetzt wieder da bist, Guild Wars 2 nach WoW. Ja. Also kam später als WoW. Ja. Ja. Soweit war. Okay. Ja, kam aber vor Final Fantasy 14. Das ist also hier beschrieben. Haben wir das dazwischen? Die Peets haben erst Guild Wars 2 gespielt und ein ja, ich will keine Erklärung, dann hau einfach drauf. Ja, dann zwischen World of Warcraft. Klare Ansage. Also auf der 5,5 wollt ihr jetzt ein Guild Wars 2 sehen. Ja. Boah, ich komme mit der Scheiß so tief rein. Also wenn das falsch ist, dann lebe ich in anderen Realitäten, Mandela-Effekt und so ein Scheiß. Also dann weiß ich auch nicht. Ja, also Final Fantasy 14 hast du gerade eben ja auch schon Probleme mit gehabt bei Star Wars. Alter, hör auf, bitte. Ey, hör jetzt auf. Das ist. Duisburg muss halt auch mal einen Punkt kriegen. Alter, wann kam Final Fantasy 14 raus? 2010. Alter, wann kam denn der Scheiß raus? 2010. Und damit ein Jahr vor Star Wars und zwei Jahre vor Guild Wars. Aber ist Final Fantasy 14 nicht erst vor kurzem so richtig abgegangen? So vor zwei, drei Jahren oder was? Genau, die ganzen Erweiterungen haben dafür gesorgt, dass es mir gerade abgeht. Die haben ich dachte, da wäre das auch erst rausgekommen. Deswegen war ich so verwirrt. Die haben Final Fantasy 14. So. Okay. New World packen wir schon mal dahin. Ja, gut. Das Spiel haben wir ja durch. So. Dann, nach Bezeichnung, ist Temtem ein MMO. The fuck ist Temtem? Ein Pokémon-MMO. Ach, das ist Temtem. Als MMO. Ach, das ist bei Steam. Es wird als MMO gegolten. Ich hab's ja extra nachgeschaut. Ja, das ist ja bei Steam dieses, was ja, du erst gehypt wurde und eigentlich Schmutz ist. Lost Ark 13, ja? Ja, ich war. Ja? 2019 kam es in Asien natürlich schon raus, deswegen kam es in Default. Noch zwischen WoW und Final Fantasy. So, erstmal machen wir weiter. Vor Lost Ark haben wir direkt Black Desert. Ja, das ist und auch nicht so alt. Direkt davor haben wir Elder Scrolls Online, also wir hatten direkt, also ihr hattet direkt die drei hintereinander schon richtig einsortiert. Wenn ihr so auf der 11 ist, dann sind die anderen ja. Dann haben wir auf der 10 haben wir Arch Age. Ja, das war ein Kack-Game. Das ist immer noch ein Kack-Game. So, Guild Wars 2 kommt jetzt nämlich. Echt? So spät auch, Alter. Was ist das denn hingekommen? Ja, okay. Ja, aber wann? Gut. Blöde Fun-Frage. Wann kam EVE Online? Vor RuneScape oder was? Was ist das denn? Egal. Das mittlerweile. Sagt mir auch gar nichts. Also sagt mir schon was, aber keine Ahnung, wann das kam. Ja, Guild Wars 2 finde ich auf den neuen. Absolut. So. Dann direkt davor, vor Guild Wars, kommt das andere Wars, Star Wars. Dann kommt die Exiled Realm of Aboria, oder auch Terra genannt. Das ist Terra! Ich habe extra die lange Variante genommen. Okay, das ist Adeline, lustig. Alter, das hätte ich niemals gewusst. So, dann machen wir es mal, damit es einfacher für mich ist. RuneScape kommt auf die 1. Ja, hätte ich auch gesagt, da dazu der Ursprung war. Ja, EVE Online 2003, damit ein Jahr vor WoW auf der 2. Okay. Alter, als EVE Online Eines Emote von Shinshan wurde bei Twitch abgelehnt. Warum denn? Weil Copyright. Hast du vielleicht keine Lizenz auf den?
eine sexuelle Anspielung steht. Warte mal, darf ich 4 und 5 erraten? Ja. Auf der 4 ist Herr der Ringe, auf der 5 ist Star Trek Online. Falsch. Sind Roblox als MMO? Nee. Also erstmal auf der 5 Final Fantasy. So ein Schmutzgame, ich weiß gar nicht, wie man da Geld reinsteckt. Okay, dann Herr der Ringe 4 und Star Trek Online 6. Das ist... Star Trek Online in MMO? Ja. Ah, ja. Also ich habe alle Spiele nur genommen, die auch existieren. Also ich habe jetzt mir nicht ausgedacht, irgendwas mit Online hinterher. Also so gemein war ich dann nicht. Okay. Also Final Fantasy 14 kam halt am 30.09.2010. Und ja, das hatte natürlich dann ein paar Schwierigkeiten ausgesorgt. Ja, so, viele Teile waren halt naheinander. Herr der Ringe zwischen WoW und Final Fantasy hätte ich noch einordnen können, den Rest nicht. Da, genau, was? 3 Jahre davor, 3 Jahre danach, Herr der Ringe. Also ganz ehrlich, ich kam mit den Sortierungsmöglichkeiten so durcheinander. Ha. Aber? Damit ja, nach WoW und vor RuneScape fand ich wild. Ja, das hat mich auch kurz aus der Bahn geworfen. Ja, muss mich jetzt fragen. Also ich habe mit allen gerechnet, heute aber nicht damit. Ja, aber einmal Release und einmal Re-Release. Ja, genau. Server waren zwischendurch offline. Ja, genau. Genau, das. Damit der erste Punkt für mal an Team Duisburg für das zweite Game. Ja, gut, Mirko. Ja, Wollo. Dann dürft ihr jetzt umschalten auf Spiel 2, 2 Drittel. Und damit haben wir die Top-Urlaubsziele. Ja, ich wollte gerade fragen, nur Deutschland oder weltweit? Der Deutschen, genau. Von viel bis wenig, also quasi Platz 1, das Lieblingsurlaubsziel und 15 wäre dann. Ja, nice, da weiß ich schon mal auf Platz 1. Also wenn das nicht auf Platz. Ne? Wie gesagt, auch Rodos kann auch hier wieder die 1 oder auch die 15 sein. Ja, wenn ich erstmal weggehe. Und nicht jedes von den. Die ganzen Länder, die ganzen Ziele, die auch hier wieder in der Box stehen, müssen nicht in der Top 15 sein, also nicht jedes ist richtig. Aber ich muss dir jetzt das Passwort ändern, weil sonst könnte es hier theoretisch sein. Ne? Damit ihr wieder Bescheid wisst. Okay. Aber natürlich gibt es jedes davon, ist wieder existent. Ich mein Bruder war in Rodos. Nix ausgedacht. So auf Rodos? Also auf Malle war ich, in der Türkei war ich, in Ägypten war ich, wo war ich noch nicht. So. Der Rest davon war ich nicht. Ich war in Amsterdam. Team Duisburg. Amsterdam ist schön. Diesmal an. Ja. Also sind da teilweise Städte und teilweise Länder. Das verwirrt mich. Weil ohne ja, manchmal sind es einfach die Länder das Urlaubsziel und manchmal haben die ist ein bestimmtes Teil. Ein bestimmter Teil. Frage vorhin war es so, lieber Moderator, dass der Verlierer angefangen hat. Ja, bei der dritten Runde. Nee, das war bei der zweiten, ja. Das stimmt, hat der Verlierer angefangen. Nee, das wurde gewechselt. Ich hab, waren nur die Verlierer zufällig. Ja, das war dann aber auch zufällig, weil zuerst hat das eine Team angefangen, dann das andere. Und bei der dritten Runde fängt dann quasi der hinten steht an. Und so möchtet ihr es auch. Deswegen, Spiel 1 habt ihr angefangen, Spiel 2 ist jetzt Duisburg dran. Also ohne lange zu quatschen, Paul. Auf viele Hinweise könnt ihr immer gerne machen. Mallorca muss ja über Rodos sein, ne? Das ist ja, also auf der 6. Das ist 1, ey, ja. Ja, dann Mallorca auf die 6, bitte. Auf die 6. Ist ja von viel bis wenig war gemeint mit Dings, wie viele da hinfahren, ne? Ja, genau, wie beliebt. Eins ist das beliebteste, Platz 15 ist das wenigste. Ja, dann Mallorca auf jeden Fall auf die 6. So. Urlaubsziele der Deutschen, was? Genau. Ja. Okay, ja. Na, soweit schon mal korrekt. Ja, das hätte mich jetzt nicht gewundert. Hätte ich nicht gewundert, wenn es falsch gewesen wäre. Es hätte mich mega gewundert, wenn es falsch gewesen wäre. Dann hat sich aber was echt geändert innerhalb von Corona. Mhm. Weißt du? So, HGPD. Oh, scheiße. Muss auch noch Türkei nach Malle. Und zwischen Malle und Rodos. Ey, das ist ja voll fies. Du hast ja halt auch viele nach Hause. Die sind so oft dabei. Das ist fies. Ich meine, dass das nicht so einfach geht. Machen wir das so. Dann... Können wir auch gerne offen drüber reden, Mirko. Hey, stimmt doch sogar. Geil. Ich weiß nicht, wie die anderen sich auskennen. Ich glaube, die kennt sich keiner so wirklich aus von uns, weiß ich nicht. So, ich hoffe. Weiß ich auch nicht. Soweit ist alles richtig. Sind wir dran? Das ist schön. Nee, hey, wir sind Duisburg. Holger hat erfolgreich Türkei angelegt. Ich hab doch keine Antwort, Mann. Entschuldigung, ich hab's gerade nicht offen. Sorry. Jetzt hab ich's offen. Alter. Ich hab's in Stream offen und der hat eine Verzögerung. Problem ist, sind halt auch noch Kos und Kreta sind beides griechische Inseln. Das ist richtig, ich habe die eine mit mehr besucht als die Vielleicht habe ich einfach ein paar griechische Inseln reingepackt. Danke, Dave, für den Hinweis. So, ist alles ich geliebt. Weiß, dass mein alter Nachbar, also der Nachbar von meinen Eltern, der fährt gerne in die Domrep. Ja, da wollte ich ja auch vor 2 Jahren hin, aber hat ja wegen scheiß Corona nicht geklappt. Aber deswegen würde ich, glaube ich, so. Das ist echt teuer, da hinzufliegen.
Also ich glaube, ja, das ist so viel dein Fliegen. Aber Rhodos ist, glaube ich, wobei Griechenland ist nicht so teuer, generell. Mein Bruder war in Rhodos. Ich glaube, die haben gar nicht so viel bezahlt, er und seine Freundin. Mittlerweile ist Griechenland echt, mittlerweile sind die echt teuer geworden, aber sonst geht's eigentlich, ja. Was ist denn mit, wir haben ja, Türkei ist ja nicht unbedingt so beliebt, weil Leute sagen, Türkei ist voll geil, sondern weil auch viele Leute hier aus der Türkei, oder Türkei, türkischstämmig in Deutschland leben und gerne nach Hause fahren mal. Ne? Ja. Oder Familie da besuchen. Und ich denke, die Vereinigten Arabischen Emirate wird dann ähnlich sein. Ja, aber du musst auch überlegen, die Türkei ist halt auch sehr billig für die Deutschen, ne? Ja, das ist echt günstig. Ja, gut, da kommt noch dazu. Und Ägypten fährt mein aktueller Nachbar gerne hin. Ja, war ich jetzt auch schon zweimal. Ist sehr schön dort. Auch sehr schön warm und auch günstig, in Ägypten? Urlaub zu machen. Ja, also Ägypten ist so ein Ding mit, ich weiß nicht, ob das schlechter als Rhodos ist oder besser als Rhodos. Das ist auf jeden Fall nicht besser, meine ich, als Türkei. Weil Türkei und Mallorca sich ganz oben. Ja, sehe ich auch. Was danach, nach Malle und Türkei, was ich glaube, sind die, die Kanarischen Inseln. Also Gran Canaria zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ich weiß nicht, was die Kanarischen Inseln sind. Sagen Sie mal hier eine Antwort. 10? Ja, dann Mikro macht Gran Canaria unter die Türkei. Also 7,5. Gran Canaria. Unter der Türkei, aber über Rhodos, sagst du. Ja. Scheiße, das könnte über auch... Über Rhodos. Das ist aber gewagt. Hast du dann gewagt? Ja, wenn du schon sagst, ist es trotzdem richtig. Ja, ist richtig. Aber. Sehr gut, Mirko. Ich kann ja nichts Gedanken über die WLAN-Verbindung erspüren. No? Der heiße Draht. Du hast übrigens noch ein Post-it am Shirt. So. Ach, oh lol. Holger, ich kenne da so eine ganz tolle Stadt, die liegt ganz nah an Deutschland. Die ist absolut beliebt bei den Deutschen. Ja, dann hau raus. Das ist Amsterdam. Mhm. Aha, und wo willst du es hinpacken? Ich würde es tatsächlich unter die Türkei packen. Also Mallorca, Türkei und dann würde ich sagen Amsterdam. Also 7,5. Amsterdam ist schon echt ein beliebtes Ziel. Vor allem im Sommer. Meinst du? Ja, ich, schon. Ich würde nicht mit Amsterdam. Schön Gras rauchen? Ja, nee. Ich wäre jetzt eher bei Ägypten. Ja, Helgoland hast du doch nur reingenommen wegen Holger, oder? Weiß nicht. Vielleicht ist das ja dein beliebtestes Ziel. Das sag ich erst im Nachhinein. Ich wäre mit Ägypten gegangen. Aber willst du Ägypten reinpacken? Ahnung, was weiß ich, nach der Türkei oder so? Also ich weiß, dass Amsterdam sehr beliebt bei den Deutschen ist. Ich habe sehr viele Freunde, die gerne nach Amsterdam fahren. Ja, du darfst ja aber nicht nur von Deutschland ausgehen. Doch. Es geht um die deutsche bestes Urlaubsziel. Ja? Es gibt in Deutschland nicht nur Deutsche. Sonst wären da, glaube ich, auch ein paar mehr amerikanische Länder, Staaten dabei. Hawaii zum Beispiel wäre dann dabei. Ja, ist ja gut. Es geht ja dann hau Amsterdam raus. Amsterdam auf die 7,5. Amsterdam 7,5. Tim Duisburg, ihr seid dran. Und seid aktuelle Führung. Ich wollte gerade sagen, Rotes Kreuz, weil hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Amsterdam so beliebt ist, eigentlich. Ja, weniger. Städtereisen sind ja unbeliebt, würde ich sagen. Ja, und klar sind da ein paar Drogentouris bei, aber das ist auch nicht so viel. Jetzt ist die Frage, warte mal. Gran Canaria, Wermfurte. Sondern wäre mir auf jeden Fall lieber als Mallorca. Warte mal, da ist Teneriffa, okay. Und wo hatten die das gerade eingeordnet? Zwischen Türkei und Gran Canaria? Amsterdam? Nein, niemals. Wie kommst du da drauf? Ich sag dazu nichts. Aber Amsterdam ist eventuell gar nicht dabei. Das ist ja auch das Ding. Ja, weißt du was? Bulgarien, ja? Ja. Sag ich auf die C. Waren Leute in Deutschland nach Bulgarien? Ja, also ich war früher oft mit meinen Eltern dort. Ich glaube, ich war 10 Mal da gefühlt. Das war früher günstig, mittlerweile ist es echt teuer geworden. Ist das zweite Mal geworden. Aber nicht so krass beliebt wie Rhodos oder so. Ja, ey, ich war seit keine Ahnung wie vielen Jahren nicht mehr im Urlaub. Hast du Bulgarien eingeloggt? Ja, 10. In Bulgarien war ich auch. 2015 war es noch so ein Geheimtipp.
Ja, ja, kein Tipp. Sonnenstrand da. Aber die müssen wahrscheinlich genau. Goldstrand Schmutz. Goldstrand war ich auch, ja, genau. War aber ganz cool. Schmutz. Was Nein, Schmutz. Laufen so war ganz cool. Schmutz. Das Exotischste, wo ich hier war, war Kroatien. Aber Kroatien war ich noch gar nicht. Aber ich ja, war ich zweimal. Ja. Aber Bulgarien ist auf jeden Fall ganz interessant. Zumindest für die 10 hat es gereicht. Ja. Ach Gott. Nice, Mirko. Der Mirko carried hier. Let's go. Ja. Ich krieg Mirko doch noch. Jetzt. Holger! Das sieht man einfach so. Den Edel-Duisburger, der immer nach oben guckt. Machst du mal Ägypten auf 7,5, bitte? Da wird der... zwischen Türkei und Gran Canaria. Richtig, dankeschön. Das wird auch, glaube ich, richtig sein. Oder? Ja, das sehe ich immer noch anders, aber in diesem Fall ist das richtig. Hm? Danke. Ja, so. Also, ja, mein Nachbar fährt gerne nach Ägypten. Oder fliegt. Ja, Ägypten ist schon, einer der beliebtesten. Das Problem ist, Paul, dass das, ich denke mal, die ganzen Kanarischen Inseln, also jetzt. Scheiße. Alter, Yannick, jetzt habe ich es erst gesehen, was das du da Teneriffa, rein, Furte und Lanzarote quasi mit Gran Canaria so gleich auf gleicher Höhe sind. You were living in Babylon. Das wäre cool. Ja, wer weiß? Sollen wir von Amsterdam unter Bulgarien setzen? Ja, mach das. Mach aber das. Die Frage ist, pass auf, es sind mehr als 15 Dinger dabei, ne? Das darf man nicht vergessen, vielleicht ist Amsterdam gar nicht dabei. Das ist immer noch so das Problem. Dann lass Amsterdam weg. Deswegen mit weniger, also weniger als Bulgarien ist jetzt, denke ich, schwierig. Weil es ist jetzt schon voll schwierig. Vielleicht Domrep unter Bulgarien, weil Domrep ist auf jeden Fall beliebt, aber wenn du sagst, es ist so teuer, dann können sich halt eigentlich alle leisten. Weiß ich nicht. Kleiner Tipp übrigens noch an euch. Sortiere mich, Box ist nur die Überschrift, ist kein Ziel. Ach, wow. Ich wollte es nur gemerkt haben. Wären wir jetzt gar nicht drauf gekommen ohne dich. Sehr gut. Dann habe ich es ja gut gesagt. Kreta ist ja auch so ein beliebtes Ziel. Das muss ja irgendwo, entweder ist das über Rhodos oder unter Rhodos. Das ist jetzt halt schwierig. Aber Kreta finde ich immer öfters was als von Rhodos. Ja, das ist halt jetzt schwierig. Eben. Also Rhodos hörst du doch eigentlich nie, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich höre ja immer, ich war in Kreta, ich war in Kreta, ich war in Kreta. Ja, genau. Heißt, meinst du dann auf die 8,5 oder? Oder auf die 7,5? Ist das eventuell noch beliebter als Gran Canaria? Kreta? Will ich auch später. Meine ich ja, weil 7,5, meine ich ja. Ich kann das gar nicht leisten, Urlaub zu machen. Ach so. Machen wir? Ach, schwierig. Ja. Aber. Um die Liste ging es mir nicht, was ich mache. Ey, ich überlasse dir, du warst bis jetzt sehr gut. So, ich mach das jetzt auch rein, weil ich hab gar keine Ahnung. Du, auf der ganzen Liste gibt's zwei. Ja, alles andere ist erdacht. Bitte, Mirko. Ja. Mirko, was ist da? Such dir einen aus. Ja. Zählst du schon wieder ab? Ja, ja natürlich. Entscheide dich einfach. 3 Teneriffa auf die 8,5, so. Das hab ich's gesagt. Ja, ey. Teneriffa auf die 8,5. Teneriffa kommt aber, ey. Das ist das Schmutz von den Kanarischen Inseln, glaube ich. Ja, ey. Mein Gott, also nach Gran Canaria, aber noch vor Rhodos. Ja. Meinst du, es ist beliebter als eine griechische Insel? Ja. Nee. Okay. Ich meine, sonst hättest du natürlich nicht eingeloggt, ne? Ist auch richtig. Sehr gut. Sehr gut, Mirko. Jawollo. Alter. Ja, du machst das. F13, Dave. Los. Nix F13. Oh, Katze ist auch dabei. Ich werde angerufen. Ja, ich rufe David gerade mal wieder an. Wird mal wieder Zeit. So. Dann ist Holger jetzt dran. Bin ich mit David? Mhm. Ist David schon wieder weg, oder? Ja. Ja, nur noch 35 Minuten. Ja, aber es sind ja nicht mehr so viele. Die 8, die kriegst du auch easy einsortiert. Oder? Natürlich. Was nimmst du denn jetzt? Ich nehme Portugal. Mhm. Da weiß ich nicht. Auf Gran Canaria. Ist das... Packen auf die 12. Da kommt Ronaldo her, das weißt du, ne? Braucht man nix. Muss man Urlaub machen. Ja. Vielleicht erst mal in das Museum gehen da. Oder seine Oma. Und die kann ihn dann was erzählen. Ja, also Portugal hinter Bulgarien.
Genau. Also in Bulgarien war ich, in Portugal nicht. Siehst du? Ist ja schon mal gut. Ja, das kann natürlich ein Annexpunkt sein, natürlich, das stimmt. Da, wo Janik war. Reicht auch, ne? Ne? Nur wo ich war, ist in der Liste, aber Portugal ist auch dabei. Scheiße. Gut, dann habe ich die Runde schon mal überstanden. So. Hau doch mal raus, damit wir wieder direkt im Stress sind. Wir haben gar nicht mehr Zeit zum Tipp. Aber also, sind wo ich mir jetzt noch sicher bin, gerade ist so Kreta und Furte. Toll. Ey, ich weiß nicht, wo man die einordnet. Ich war nirgendwo, ich weiß nicht, ob da irgendwas beliebter ist als Gran Canaria oder weniger. Ich hätte jetzt gesagt, Helgoland eventuell noch unter Portugal. Ja, wahrscheinlich sogar, weil das echt klein ist. Reist bitte nach Helgoland. Aber ob es überhaupt dabei ist, ich kenne da ein, zwei Leute auf jeden Fall. Also oft, wenn ich gucke ja oft Urlaub, so Check24 und Helgoland steht da manchmal dabei, eigentlich. Ja. Na gut, du hast auch oft die Bundesliga dessen angeguckt. Oder? Ja. Das heißt nichts. Scheiße, ja. Nach Helgoland. Aber wir haben bisher noch kein Fehler. Gar nicht meine Kategorie hier. Ich wäre jetzt für Kreta auf der 9,5 Ball. Also vor Rhodos noch. Ja, mach gerne. Ja, dann Kreta auf die 9,5. Kreta. Yannick, ich donate gleich, ne? Also. Oh, Kreta, ja, das stimmt. So, also Kreta wollte nach Teneriffa haben. Gabot. Aber vor Rhodos. Bringt mehr Geld. Ja. Ja, also ich meine, ein paar Fehler könnt ihr euch ja erlauben. Ach, komm. Aber ist trotzdem richtig. Nee. Scheiße. Hast du im Stream gerade die Liste offen, die richtige, Yannick? Jo. Ja, okay, dann lass ihn verdeckt. Er hat nicht die richtige Liste offen, alles gut. Ich guck wieder. Gar nicht. Guckst du, Alter. Ich schlage ihn gleich. Ehre? Guck gar nichts, Holger, jetzt chill dein Leben. Yannick hat die Liste auf seinem zweiten Bildschirm. Ja. Was soll ich damit nicht? Nicht aufmachen? Nee, sollst du nicht im Stream zeigen. Das ist keine gute Idee. Wird die Beziehung angezeigt oder was? Ihr hattet gerade Kreta. Na? Kreta ist eine tolle, tolle Insel. So. Oh. Wo willst du denn da hin haben? Kreta. Nach Rhodos tatsächlich. Mann, Katze geht doch jetzt hier nicht scheiße. Auf die 10,5 noch vor Bulgarien. Also ich würde nach Kreta gehen. Wenn Rhodos nicht, dann Kreta. Aber meinst du, Kreta ist nach Rhodos? Ja, ist nach Rhodos. Also ich habe schon von vielen gehört, die gerne auch nach Kreta gegangen sind. Ich höre nämlich auch immer nur Kreta. Ja. Also Rhodos höre ich seltener als Kreta. Aber schon öfter als jetzt beispielsweise Teneriffa. Ehre? Deswegen sage ich Rhodos nach Kreta, aber vor Bulgarien. Kreta nach Rhodos, aber vor Bulgarien. Der Janik hat richtig Spaß. Ja. Also auf der 10,5 nach Rhodos vor Bulgarien wollt ihr Kreta einsortieren. Korrekt. Ja, das ist der zweite Kreuz. Alter, was ist das? Ich denke mittlerweile, dass Kreta beliebter ist als. Ich habe doch keine Ahnung, was beliebt ist. Ich will in die Türkei, ich will nach Ägypten und das war's. Alles, ja, aber du willst, es scheißegal, Mann. Weißt du? Ungeschlagen noch. Und dann kommt er. Je nach dem, was ich im Gefühl hätte, wo ich gerne hinreisen würde. Na, und lieber gehe ich nach Rhodos als nach Kreta, aber lieber nach Kreta, als wenn ich Rhodos nicht bekomme, als wenn ich nach Bulgarien reise. Ja, jetzt hast du ja um die Beliebtheit, nicht was du machst. Jungs, mach mal Fehler, ich muss hier einen Punkt rausholen. Was wird sowieso? Weißt du echt noch einen? Bitte? Ja. Aktuell ist Team Duisburg in Führung, aber sie sind jetzt dran. Was habt ihr denn noch? Also dann macht ihr beide Fehler. Beide Teams. Ich würde, Paul, ich würde, wie du sagen, Helgoland wahrscheinlich echt auf die 13 oder so. Wäre mein bester Guess. Weil alles andere ist, das irgendwie dazwischen einzusortieren. Ja, außer Kreta eventuell nach Ägypten.
Das kann ich mir noch vorstellen. Noch vor Gran Canaria. Ja, glaube ich, nehme ich auch. Aber ich würde mit Helgoland gehen, wäre das echt so. Ich denke nämlich, beliebt, das hat der Volker gleich so sagen möchte. Kreta nach Ägypten. Aber ja, ich würde auch sagen, Helgoland auf den 13. Ja, dann bin ich auch dafür. Ja, dann loggen wir das ein, Janik. Was denn? Bitte? Helgoland auf die 13, bitte. Helgoland auf die 13. Donate-Button? Wo ist der nochmal? Ich hab schon einen Prime gesubbt. Ja, klar. 13 ist euer zweites Kreuz. Ah, scheiße. Jetzt ob, ist wenn der Donation wäre es vielleicht dabei gewesen. Ja, Helgoland ist wahrscheinlich gar nicht. Ja, wusste auf die Verzögerung war. Genauso wie die Vereinigten Arabischen Emirate wahrscheinlich. Okay, das ist ja unter die. Die Arabischen Emirate. Komm, da fangen wir auch wieder an. Eins von beiden. Babylon wird nicht drin sein. Ja, Babylon, auf jeden Fall. Zeitreise ist drin. Ist trotzdem noch Babylon fahren. Digga, sag mir, wo Babylon ist, und dann sag ich, dir geht nicht. Boah, GPT, was? Ein Fall, das mach mal Fehler, falsche raus. Mach mal Malediven auf 10,5. Oh, Malediven auf 10,5? Malediven? Wo sind Malediven? Also, vor Bulgarien, aber, ne? Aber nach Rodos. Meinst du Sizilien oder was? Hä, wo sind denn, hä? Jetzt wo liest du Malediven? Wollte ich auch gerade fragen. Ja, ich nehme einfach mit. Ja, mal, also ist das eingeloggt? Holger, da steht nichts von Malediven. Malediven nehmen wir mit. Steht Malediven Hä? Da in der Liste, die du dir aufgemacht hast, vielleicht. Da steht Sizilien. Ach so! Das ist Mallorca und Sizilien wurde in Malediven. Na klar. Alles klar. Okay, ich bin raus. David, du machst das. Ist das komm, das muss jetzt ein Fehler werden. Ach ja, nee, hättest du nicht einfach ein Anime-Quiz teilweise machen können? Nein, bitte nicht. Kommt wahrscheinlich ich eh noch weiß. Dabei. Wer weiß. Wir haben noch zwei Räume offen. Sizilien auf die 7,5. Sizilien auf die 10,5. 7,5. Auf die 4,5. Boah, Janik. Nein, ich hab's schon verstanden, ist aber falsch. Ja! Kreta zwischen Ägypten und Gran Canaria. Ich bin kein Urlaubstyp, ich in die Türkei, Ägypten, oder Mallorca kann nicht. Oder ich glaube, Kreta ist noch vor Ägypten. Also 6,5. Moment, jetzt haben wir vor Spiel 3 komplett Punktegleichstand. Ja. Man könnte meinen, es wäre so gewollt. Geskriptet. Der Punktegleichstand ist denn? Ja, die Leute im Stream, die jetzt zu gucken. Ja, die wissen nicht, dass wir da zwischendurch schreiben. So, ey, ihr sagt jetzt das falsch, dann sagen wir das falsch. Ja, klar, muss ja. Eigentlich wissen wir nämlich alles. Wir sind voll intelligent und gebildet. Wie bei PeteSmeet gestern, wo ich dachte, dass die schreiben, wo Bram ist bei Mr. X. Egal. Jo. Oh, hab ich nicht geguckt. Kam mir ein bisschen gestellt vor. Hau mal raus. Ja, so. Echt lang. Mallorca ist das Safety 1, Türkei ist die 2. Ja. Türkei. Da sind wir uns alle einig. Wenn jetzt Ägypten ist die 3, oder? Ja. Dann kommt Kreta. Ah, schick. Nee, das ist dann Kreta, geht's mit Fortaventura geht's dann weiter. Fortaventura. Echt? Okay. Ja. Dann Kreta, seid ihr alle dran verzweifelt? Ist doch. Aber dann wären wir damit noch richtig gewesen, Mirko, zwischen Ägypten und Gran Canaria. Ja. Oh, was war das richtig? Ja. Ja, da waren wir doch noch so gesagt, ja. Also, eine Runde hätten wir noch überstanden. Dinge, die mich halt null interessieren. Bild. Dann müsste nach Teneriffa Lanzarote gekommen. Dann Teneriffa hatten wir natürlich auch. Dann Rodos hatten wir natürlich auch. Nur ein Platz hinter dem, was vorher war. So echt? Oben. Dann kommt. Damn, okay, ja? Dann doch Lanzarote jetzt. Ach, Kurs kommt auch noch. Jetzt aber Lanzarote. Dann kommt die Vereinigten Arabischen Emiraten. Jetzt aber Lanzarote. Ey, jetzt kommt Bulgarien und dann der Portugal. Ah, nee, erst Portugal, dann Bulgarien. Na, dann packen wir Portugal nochmal hier hin. Scheiße. Lanzarote. Packen wir Bulgarien nochmal hier hin. Bei 11 kommt jetzt Lanzarote. Dann. Sizilien oder Lanzarote? Eins von beiden. Kommt auf der 11, kommt dann die Lanzarote. Ah, ja, sehr gut. Siehst du, Mirko, wusstest du. Ja, wusste ich. Auf der 12 kommt diese. Irgendwie. Kommt diese wunderschönes Ländchen. Dominikanisch. So.
Dann ja. kommt Sizilien, weil der Rest ist. Amsterdam nee. Kommt auf die 15. Ich hab's gesagt. Und da ist nochmal in Amsterdam. Also Sizilien konnte ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das dabei ja. ist. Aber, so, aber Spiel 3 wird super spannend. 1-1. Natürlich haben wir jetzt noch ja. Spiel 2, 3-3. Und da wechseln ja, wir jetzt natürlich noch drauf. Ne? Ein bisschen habe ich mir natürlich hier wieder ausgedacht. Mann, ich hätte Amsterdam. Alter. So. Oh ne, was ist das? Was? Jetzt ist wieder Kopfkonsum vom Alessandra. So, ich hab dieses Bild, wo Jay die falsche Antwort gegeben hat wegen Meme-Speed-Quiz. Ja, das ist böse, darfst du nicht machen. Hä? Ich hab das im Kopf, hab ich gesagt, nicht die Liste. Kopf? Achso, ich dachte, du hast die Liste. Ja, nur grob. Nein. Das ist eine grobe Liste, finde ich auch nicht gut. Jetzt auch an zu betrügen wie David oder? Nee, aber ich weiß, was auf Nummer 1 ist im Bierkonsum. Deswegen. Ja, Moderator, ich melde mich. Ja, Mirko, was ist deine Frage? Darf ich auf die Toilette gehen? Kannst du gerne machen, wir können ein kurzes Päuschen machen. Ja, okay. Darf ich den Toilettenschlüssel haben? Gab's bei uns früher den Toilettenschlüssel. Warte, du bist da, warte, hier. Reichen? Okay, reicht mir nicht hingegen. Okay. Janik? Also, muss oder muss nicht? Naja, ich gehe jetzt. Okay. Janik, ich habe eine Zwischenfrage. Ja. Wenn ich jetzt sage Tschechien auf die 1, zählt das auch? Nee. Das zählt nicht. Tschechien ist ja schon einsortiert, das ist ja schon da drin. Okay. Kannst natürlich jedes andere Land dann einfach mal nach Tschechien legen. Ich folge trotzdem einen Tipp. Ne, also 1 ist dann immer, das ist natürlich Platz 1, also der mit dem meisten Bierkonsum und plus 15 in dem Fall der mit dem wenigsten. Aber gleich natürlich nochmal, wenn die anderen beiden. Tipp geben. Du kannst einfach raushauen sind. Gleich. Nee, ich muss dir den Tipp geben. Aber es ist auf jeden Fall spannend bisher. Du arbeitest doch eh nur noch 20 Minuten, also. Ja, trotzdem muss ich dir den Tipp geben, weil ich weiß nicht, wenn ich ihn dir nicht gebe, ob du da nicht ein bisschen verwirrt bist dann. Ich bin sowieso verwirrt von dem Sortierungssystem. Ja, ich finde das gut, Holger. Nein. Ich bin Fan. Ich frage mich immer noch, wie ich mir Malediven zusammengereimt habe. Ich hab's dir geschrieben. Achso, cool. Ich hab Tschechien zwar voll scheiße geschrieben, aber egal. Man weiß, was gemeint ist. Und da wir ja sowieso anfangen dürfen, darfst du auch gerne vorlesen, was ich dir da geschrieben habe, beziehungsweise welches Land ich dir da vorgegeben habe. Ach, du meinst das, was du dann... Ja, also da steht schon mein erster Tipp drin. Also ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das der Wahrheit entspricht, weil ich erst vor kurzem, genauso wie Mirko, diese Liste vor meinen Augen hatte und ich daher die ersten 5 ungefähr weiß. Ja, aber ihr müsst ja gucken, 2020, ne? Ja, das hat sich kaum geändert. Also, das ist eigentlich jedes Jahr fast dasselbe. Geht jetzt eh nicht mehr um viel. Ja, das stimmt. Diese Runde ist jetzt wieder nur ein bisschen Lückenfüller. Ja, damit wir Folge 2 auf YouTube auch nicht hier direkt nur 10 Minuten. Aber die letzte will ich zumindest dominieren, sag ich mal. Deswegen, das ist tatsächlich Fact, dass es so ist, weil man hat die Liste, also die Liste ändert sich echt fast gar nicht. Wir fangen doch eh gleich an, also können wir jetzt ja schon labern, was wir meinen, oder nicht? Ja, nein, Mirko ist noch nicht da, wir sind jetzt offiziell noch in der Pause. Wir machen ja nicht... Also ihr fangt an, das stimmt. Ja, dann können wir eh schon labern, weil dann könnte es ja eh nicht mehr weg. Wir dürfen ja auch schon labern. Wir nehmen Deutschland vor Tschechien. Ja. Machen wir gleich. Genau. So, also jetzt Runde 3, Mirko ist da, geht um Pro-Kopf-Konsum von Bier. Das heißt, Durchschnitt, wie viel trinkt ein Durchschnitt Tscheche, wie viel Durchschnitt Bulgare, warum steht Duisburg da nicht? Durchschnittsdeutsche. Aber das Saarland, weißt du? Ja, Jahr 2020, Platz 1 ist natürlich das Land mit dem meisten Pro-Kopf-Konsum und Platz 15 wäre in diesem Fall das mit dem wenigsten. Janik. Na? Einige, die ich hier drin habe, sind natürlich nicht wieder enthalten. Ja, Janik, genau. Ist mir egal. Ich sag Deutschland kommt nach Tschechien. Welches? Auf die 8. Welches Land? Deutschland. Das deutsche Land hinter Tschechien. Auf die 8. Es ist eingeloggt. Das ist eingeloggt. Und rote Farbe ist da. Gut zu wissen für gleich. Alter. Schätzung gelacht. Gut zu wissen. Ich wusste das. So. Jetzt haut er raus, alles klar. Goodie. Aber eigentlich muss da Peterland stehen, aber...
Ja, wenn da wird zu krass, rufe ich ihn kurz an. Mal teuer, oder? Aber Team Blödsburg ist ja erstmal dran. Hm, Narnia auf die 1, bitte. Narnia. Ist das eingeloggt? Narnia? Okay. Nein. Okay. Narnia auf die 1, also. Malediven gibt's dann auch. Entschuldigung, oder? Warum ist das Saarland hier als ein Saarland? Sehen wir sich zu Deutschland? Machen wir Polen auf die 9, Mirko, oder was? Ja, mach mal. Ja, mach mal Polen auf die 9, loggen wir ein. Polen auf die 9. Also hinter Deutschland lockt er ein. Ja. Das ist schon mal das erste Kreuz. Oh. Das ist gelogen. Nee. Das ist nicht gelogen. Polen kommt nämlich. Meine Liste hier sagt was anderes. Ich meinte meine Gedanken einfach. Polen. Yannick, lock mal bitte ein. Ja. Auf die 7,5 Polen. 7,5. Ich bin echt noch mehr als wir. Unfassbar. Cool. Ja, weil da, wenn damit mir das befiehlt, muss ich es ja einloggen. Nütz, ja, musst du. Ne, nützt ja nichts. Nehme ich lieber Mirko. Hat er mich gut eingekauft? Also trage ich es auch ein. Hä? Alles gut. Damit ist ja die Duisburger wieder. Ich hatte die Liste vor kurzem auch vor meinen Augen, so von einem Best-of. Hm. Machen wir dann Österreich nach Deutschland? Mirko? Ja, mach mal. Ist keine Ahnung. Ich kann das so schlecht einschätzen. Machen wir Österreich auf die 10. Österreich nach Deutschland. Ja, was soll der Geiz? Das ist also eingeloggt. Ja, ja. Könnte euer zweites Kreuzchen sein. Ist aber nicht. Ist es auch. Ah, das ist okay. Hat er nicht genommen? Ich traue uns Deutschland einfach mehr zu. Was soll ich sagen? Ne? Das wird so wenig saufen, unfassbar. Nee, hier, mach mal Österreich zwischen Polen und Tschechien. Aber wir haben echt einen roten Punkt bekommen. Also bei ja. 7,5 ist er da. Zwei sogar schon, Mirko. So, Österreich möchtest du quasi jetzt nach Tschechien haben, und aber vor Polen. Genau, nach. Genau, danke. Wie schön, wie Team HGLPT die ganze Zeit gerade im Korrigieren ist. Das ist doch was ganz Nettes eigentlich. Ne? Ja, oder? Finde ich auch gut. Ja, das haben wir schon mal. Paul, ich glaube, die Australier, die trinken. Das ist ja so ein österreichisches, so ein europäisches Ding, Bier trinken fast so, sag ich mal. Ja, aber Australier trinken auch sehr viel. Du kriegst halt nur in Europa vernünftiges Bier. Oh Gott, dann die saufen doch alle wie Sau. Ja, aber nur in Europa kriegst du wirklich gutes Bier. Das in den USA ist eigentlich Wasser. Ja, was die da trinken, Bud Light und so ein Pisser. Du musst da hier dann, Alter, um Guinness zu trinken. Ja, Guinness geht, muss aber auch nicht. Bin eher so ein Pilz. Guinness ist okay. Kann man gut trinken. Was aber ist Australien Guinness würde ich nach Deutschland, nein. Na, okay. Guinness ist unsere Antwort. Australien nach Deutschland irgendwo. Australien nach Deutschland irgendwo, genau. Also so 13, 14 irgendwo da. Ja, such dir mal einen Ausländer davon. Ja. Also kann ich noch auf die 1 legen. Nee, oder? Das ist vor Deutschland dann. Also ich vor Deutschland wolltest du haben. Ihr müsst schon, ja, genau. Ja, nee, ist richtig, nach Deutschland. So, also, was haben wir denn noch für richtig? Länder? Niederlande. Hm. Das ist richtig, Mirko. Niederlande. Der richtig, Mirko. Also, die Niederlande würde ich gerne vor Australien, also nach Australien, aber zwischen Deutschland und Australien setzen. Also auf die Weil nach Australien, achso, das ist dein Gedankengang. Ja, ja, das ist mein Gedankengang. Okay. Ja. Das war wieder Holger-Niveau gerade. Hey, du Alter. Ich würde das gerne auf der 9,15, die Niederlande. Niederlande zwischen Deutschland und Australien. Ja. Die Niederlande soll also mehr trinken als die Australier. Das halte ich für ein Gerücht. Das sind die Nachbarn. Na, nicht ganz. Ja, von uns meine ich. Hallo? Australien. Jetzt erst, dass da Himmelsrand bei ist, Alter. Kann ja auch noch mal so. Himmelsrand, jetzt. Saarland. Wie geil ist das denn? Narnia. Ja, hier war es ein bisschen schwieriger, sich etwas Eigenes auszudenken. Man kann schon mal argumentieren, dass es auf jeden Fall dahinter oder so. Wo wollten die Niederlande sitzen? Nirgendwo. Zwischen Polen und Deutschland, glaube ich. Oder zwischen Deutschland und Australien. Irgendwie sowas. Ich glaube, zwischen Deutschland und Australien. Hm. Warte. Ja. Ach so. Hä? Bin ich doof? Habe ich jetzt. Ach, Belgien ist gar nicht dabei, Leute.
Belgien ist eure Antwort? Ja. Nein. Ich glaube, die meinen Bulgarien. Ne? Nein, ich dachte, ich habe irgendwo... USA trinken, glaube ich. Ich glaube, die trinken nicht so viel Bier. Ich würde sagen, die trinken weniger als Australien. Weil bei denen auch so ein Joke ist, dass die Australier immer so viel saufen. Ja. Das ist, wenn du dir US-amerikanische Comedians anguckst, dann ist das immer, guck mal, die Australier saufen so viel. Und australische Comedians auch übrigens. Sagen mal, ja, wir saufen ja so viel. Deswegen würde ich USA nach Australien setzen. Ja, mach. Ist eingeloggt? Ja, long war das. Also USA auf die 11 nach Australien. Ja, also Spiel 3 jetzt. Okay. Können wir gleich hingehen? Erstmal will ich aber natürlich noch auflösen. Ja, okay. USA sind absolut. Wenn es um nichts geht, dann wird hier schnell entschieden, wie ich sehe. Ich sag nur Bud Light-Werbung. Ja, aber die trinken nicht so viel Bier. So, ich finde aber schön, die Top 4 wurde direkt einsortiert: Tschechien. Ja. Weißt du, was mir einfällt, Paul? Österreich. Mein Kollege war ja einmal da und der hat mir noch erzählt, das ist mir jetzt alles eingefallen, dass er in so einer Bar war, wo es 47 oder 40 verschiedene Biersorten gibt oder 30, keine Ahnung, kannst du jedes zapfen lassen. Das heißt ja nichts. Ja, aber ich denke mal schon, dass die gut Bier trinken. Also. Aber immerhin, die ersten vier, die ihr bei, habt, die waren immerhin auf die Top 4. So, jetzt fangen wir natürlich nach von hinten an. Komm. Mexiko ist die 15. Ja, also ich bin gleich bei Spiel 3 kommen. Welche Haarfarbe hatte Dave 2010? Ey, dann kriege ich ein Rad aber nicht. Das wäre witzig, ne? Welche Haarfarbe hatte ich 2010? Brasilien, die 14. Niederlande. Kommt ihr auf die 13? Also bis, also nervig. Welche Haarfarbe er 2010 hatte und das ist falsch. Cool. Ja. Ungarn kommt auf die 12. Dann haben wir auch schon Australien. Ich trinke so wenig. Jo. Dann wer kommt denn der Joke? Das frag mich nicht, hab ich noch nie gehört, den Joke. Muss ein schlechter Joke sein. Ja, nee, das ist halt so... Kroatien. Ne, wie man dann kommt die USA, trinken. Also trinken die USA Durchschnitt mehr. Ja, eindeutig mehr. Zwei Plätze, dann, das ist jetzt nicht so viel. Ne, ich war ja auch mal in Bulgarien, vielleicht hat das deswegen die auf Platz 8 gebracht. Trinkst du so viel Bier? Nee, oder? Nö, eigentlich nicht. Lieber Bier als alles andere auf jeden Fall. Ne? Bier. Lettland, Bier. Dann kennt man ja natürlich noch Gabun auf der 6. Hast du ein Ding? Und Namibia auf die 5. Namibia auf die 5. Was? Junge, was sind da los? Ja. Das sind natürlich jetzt Kinderbier? Nicht, also sind natürlich nicht die Top 15 im Pro-Kopf-Konsum, ich habe einfach welche rausgesucht. Ne? Also das ist nicht so. Tschechien ist auf jeden Fall doppelt so groß vom Bierkonsum wie der zweitplatzierte Österreich. Also, ja, die trinken viel. Ja. Aber das war ja auf jeden Fall klar. Aber es ist eine spannende Nummer. 1-1 ist ähnlich entschieden. 3-0 gab es für HGLPT beim ersten und jetzt 3-0 beim zweiten für Duisburg. Also wie? Wir waren doch bis vor ein paar Jahren in Tschechien noch im Softdrink, oder? Halt. Moment, 2-1. 2-1, bitte. Ja. Ich wollte ihnen auch mal was gönnen, ja. Videobeweis, los. Diese Nation war so groß, David, die haben 3-0. Die hat 3-0. Ich habe eine dreistellige Zahl, die sagt was anderes. So, aber war auf jeden Fall, egal wie ich es genommen hätte, wäre auf jeden Fall so oder so eine spannende Nummer. Aber jetzt haben wir ja nur, jetzt keinen Dreiteiler mehr, sondern nur noch einen Einteiler, ja. Der geht aber natürlich auch wieder ein bisschen länger dafür. Alle jetzt auf Spiel 3 wechseln. Jawohl, Nerdquiz, jawohl. Und das gab's letztes Mal auch schon. Das Nerdquiz, genau. Oh, toll. Wir haben hier 5 Kategorien. Und es geht hier natürlich nach Punkten. Wir haben hier die Kategorie, da sehe ich mich. Wir haben die Kategorie Comics und Manga. Wir haben die Kategorie absolutes Basiswissen. Wir haben die Kategorie, wer bin ich? Und wir haben die Kategorie höheres Wesen. Genau, diesmal ist mit Buzzern und auch mit dem Textfeld. Genau, hier seht ihr auch das Punktesystem. Ich habe es auch ein bisschen abgeändert im Vergleich zum letzten Mal. Diesmal machen wir so 15 Fragen mit diesen Punkten und dann die letzten 10 werden nochmal verdoppelt. Das heißt zum Beispiel eine 500er Frage wird, wenn sie in den letzten 10 dabei ist, auf 1000 erhöht. Also ich spiele auch alle, sehr gut. Genau, diesmal werden auch alle direkt gespielt. Aha. Ist natürlich trotzdem taktisch, welche man übrig lassen möchte. Na klar. Nö. Nur die Punktestand. Das heißt, weglassen. Wie wird das denn jetzt ablaufen? Und genau, jetzt gehen wir zum Buzzer übrig. Habe ich euch da alle drin? Nee, einer fehlt, nämlich der David. Der muss noch das Buzzer-Programm aufrufen.
auch noch eingebast. Ich hab das offen. Dann musst du nochmal neu dich da nochmal aktualisieren. Ich bin da ganzes Spiel schon da drin und ich bin nicht einmal rein und raus. Eben. Also ich bin die ganze Zeit drin gewesen jetzt gerade. Also jetzt bin ich nochmal dran. Jetzt sehe ich dich auch wieder. Das mach bei mir, Co. Bitte? Das machen wir. Genau. Das sehe ich uns. Und die Kategorie, diesmal werde ich die Kategorien selber werde ich erst dann erklären, wenn sie auch drankommen sollen. Also ist halt nur für den Anfang ein netter Joke. Ja, okay. Jetzt erklär mal, wozu brauchen wir den Buzzer? Genau, ich werde, also zum Beispiel Team HLPT wird gleich anfangen, weil Team Duisburg jetzt gerade den letzten Punkt geholt hatte. Das heißt, ihr sucht euch eine Kategorie aus, zum Beispiel absolutes Basiswissen 300. Daraufhin werde ich eine Frage stellen, die für beide Teams gelten. Und das Team, was dann schneller antwortet, muss dann auch beantworten. Also, aber auf erst antworten, sobald ich den Namen aufrufe. Und dann heißt, wenn Pal buzzert, muss auch Pal antworten. Dann darf Mirko nicht antworten. Okay. Also das heißt, warte nochmal für mich zu verstehen ist. Dave nimmt jetzt zum Beispiel, da sehe ich mich bei 600 Punkten, ne? Genau. Die ist aber ja. Egal. Genau. Dann stellst du die Frage und dann ist egal, wer jetzt buzzert, der muss antworten. Genau. Ja. Und also das antwortet auch nur der gebuzzert hat. Genau. Ja, okay. Alles klar. Okay. Genau. Und dann darf er, und dann, wenn die Frage falsch ist, werden das dann Minuspunkte. Dann geht das runter. Also wenn man jetzt 500 falsch beantwortet, kriegt man minus 500. Und das gegnerische, wenn es falsch ist, darf das gegnerische Team noch antworten und sich selber die 500 Punkte noch absnacken. Also es kann nochmal, eine falsche Antwort kann sogar 1000 Punkte Unterschied auf einmal machen. Moment, wenn du sagst, das Gegnerteam darf antworten, dürfen die sich dann beraten oder müssten die dann auch buzzern? Die dürfen antworten. Also ich gebe da auch so ein paar Sekunden nur Zeit. Also entweder direkt, wenn sie noch überlegen, dann nicht mehr. Also entweder will ich direkt eine Antwort haben. Es gibt kein Beraten auf gut Deutsch. Genau, also ich will eine schnelle Antwort. Wenn einer sagt, von denen jeder antworten und muss nicht buzzern. Genau, dann kann einer, weil es super schnell gehen soll. Wenn einer antwortet, ist cool fürs Team. Wenn nicht, dann nicht. Wir fangen natürlich an mit 0 Punkten für beide Teams. Ne? Ist ja logisch. Und genau, und wie gesagt, die Kategorien wird erst dann beim ersten Mal erklärt, wenn sie auch beim ersten Mal drankommen. Holger, darf ich für unser Team als erstes entscheiden, was wir machen? Und am Ende, sie kommen eh alle dran von daher. Okay. Habt ihr noch Fragen? Nö. Okay. Ich hab keine Fragen mehr. Ne? Alles der Wasser ist geschlossen gerade? Ja. Wir haben ja auch noch keine Kategorie. Also, wir nehmen. Wer bin ich 300? Wer bin ich 300? Scheiße, mein Gott. So, wer bin ich? Erstmal erkläre ich euch erstmal die Kategorie. Wer bin ich? Ich werde ein paar Sachen aufzählen. Ich suche nämlich eine bestimmte Person und ihr müsst versuchen, diese Person zu erraten. Klassisches Wer-bin-ich-System, ne? Ja. Ja, sollte, glaube ich, klar sein. Wenn es dazu keine Fragen gibt, würde ich dann, wer bin ich 300, einmal vortragen. Da wird dann auch direkt mal ausgegraut, dass ihr das nicht nochmal aus Versehen nehmt. Ihr müsst auch nie warten, bis ich die Frage bis zu Ende gemacht habe. Ihr dürft halt immer buzzern, sobald ihr denkt, das ist es. Noch sind alle drin. Ready? Ja. Ich bin ready, ja. Alles klar. Wer bin ich für 300? Ich bin real. Okay, noch kein Buzzer. Okay. Crazy. Dann mach ich mal weiter, wenn ihr nicht buzzern wollt. Ich bin real. Ich war ein Serienstar. Meine Tochter filmte mich beim Essen. Ich bin oder ich war ein Sänger. Okay. Und aus meiner Perspektive habe ich die Mauer niedergesungen. Hä? David, ja? Ja, es ist David Hasselhoff. Das ist korrekt. Okay, ja, gut. Genau. Nice one. Nice. Das sind 300 Punkte. Erstmal Charlie Sheen. I've been looking for love.
Ja, ich komme gar nicht drauf. So, okay. Ja, nice. AGLPT hat richtig geantwortet, dann dürfen sie auch weitermachen. Das Fragerecht, das Fragerecht geht dann weiter. Dann, Holger, wähl du aus. Muss ja belohnt werden, wenn was richtig ist. Mm. Das Falsche ist, geht es natürlich immer ins Gegnerteam. Dann machen wir mal die Kategorie daneben, machen wir absolutes Basiswissen 300. Absolutes Basiswissen für 300. Dann erklär mal. Alles klar, absolutes Basiswissen. Ich werde natürlich eine Frage stellen, ist an sich natürlich einfach zu erklären. Ich werde eine Frage stellen und das ist Basiswissen, das heißt, jeder kennt das. Ja, das ist, es gibt niemanden auf der Welt, der das dann nicht kennt. Ja? Gar niemand, ja. Das ist ja wohl klar. Weil es ist ja absolutes Basiswissen. Also so quasi Allgemeinwissen würde ich vortragen. Ja, okay. Gabel links oder Goodie. Rechts? Oder? Ready? Ein Moment, ich habe mal nein, einen Moment. Okay. Ich hab jetzt gerade, warte, einen Moment. David hat sein absolutes Basiswissenbuch aufgesetzt. Nee. Ja, aufgeschlagen. Ja. Muss gerade nur was anhängen. Ja, ja. Aber du hast Feierabend. Ja, nee, habe ich noch nicht in 3 Minuten. Oh. So, jetzt können wir. Alles klar. Hände auf die Buzzer. Ja. Okay. Wenn ihr übrigens vorher Buzzer habt, dann werde ich die Frage nicht mehr weiterlesen. Ne? So. Oh, das ist, ist klar, ist klar. So, gut, die alle sind bereit. Wie nennt sich der legendäre Schweizer Freiheitskämpfer aus der Sage von Friedrich Schiller? Pall. Wilhelm Tell. Ah. Wilhelm Tell ist richtig. Nice, okay, ich hab das war jetzt geraten, aber ja, okay. Nice. Ja, das wäre der andere gewesen. Dem Duisburg hat richtig geantwortet, damit haben sie das Fragerecht. Ja, sick. Dann gehen wir mal nach rechts weiter. Höheres Wesen für 300, bitte. Höheres Wesen für 300. Ich bin jetzt gespannt, was du da machst. Höheres Wesen. Da stelle ich eine Frage, die um Mythologie geht oder um Religion. Okay. Also quasi was Höheres oder was Übermenschliches. Bin ich drin? Same. Na? Gut, ich hoffe, ihr seid ready. Ja. Mhm. Jesus Christus, bam. Gut. Dann lese ich mir vor. Wie viele Köpfe hat Brahma, der Schöpfer der Welt aus dem Hinduismus? Boah. Ich hab gebuzzert. David, ja. Echt? Scheiße. Also, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es waren nicht 3 Köpfe. Warte, ich hab's nicht gehört, weil Paul geredet hat. Nochmal. 3 Köpfe. 3 Köpfe ist deine Antwort. Ja, für jede Emotion, die er hat, das eine, glaube ich. Das ist leider falsch. Damit geht ihr wieder runter auf 0. Jetzt haben Duisburg noch kurz zum Antworten. 3, 2, 1. 2. Okay, dann keine Ahnung. Also ich hab doch 2 gesagt. Also 2 ist eingeloggt. 2 ist eingeloggt? Okay. Sagst du? Das ist, dann geht ihr auch runter. Ja, ich schreibe extra noch, nee, das nicht. Es waren 4 Köpfe, genau. Nein! Es waren 4. Ich wusste entweder... Brahma, der Schöpfer der Welt, hat nämlich 4 Köpfe. Er hat 4 Arme und er hat 4 Beine. Und er steht als Symbol für die 4 Grundkräfte. Ah, weißt du, warum ich das weiß? Ich glaube, weil Zorro das in One Piece benutzt, glaube ich. Ja, benutzt er auch. Ich habe noch 4 zu Paul geschrieben. Und dann dachte ich so, nee, komm, ich vertraue auf Paul. Egal. Nee, ich weiß das nicht. Ich habe einfach nur irgendwas geraten. Damit, mein Buzzer ist nicht freigegeben. Naja, ich habe ja auch noch nichts weiter gefragt. Damit ist das wieder. Okay. Als letztes haben Duisburg eine falsche Antwort gegeben, damit ist HGLPT wieder dran. Ja, dann wäre ich bitte einmal für Comics und Manga... 300. Comics und Manga für 300. Jetzt muss ich ja... Scheiße, wenn Comics kommen, wird es eher schlecht. Comics finde ich gut. Comics und Mangas, ich werde natürlich eine Frage stellen. Aus dem Comic, Manga oder vielleicht einem Werk, oder einem Werk, was damit zu tun hat. Vielleicht eine Comic-Verfilmung, Manga-Verfilmung, eine Anime. Kann auch drin alles mögliche aus dem Bereich halt. Genau. Berserk. Was damit quasi zu tun hat. Die 300. Ne? Mhm. Ja. Alle ready? Ja. Alles klar. Dann, welche Comicfigur wird im teuersten Comicheft der Welt behandelt?
stelle die Frage gerne nochmal. Welche Comicfigur wird im teuersten Comicheft der Welt behandelt? Ich brauche nicht die Ausgabe, ich brauche nicht den Preis, ich will nur wissen, aus die Comicfigur. Welche Figur behandelt wird. Welche ist die Hauptfigur vom... Dave hat gebuzzert, ja? Also, teuerste Comicfigur. Teuerste Comicfigur. 5? 4? Ich würde jetzt sagen, es ist, Superman. Superman ist deine Antwort. Und damit seid ihr auf minus 300. Ich weiß es. Und Duisburg darf jetzt antworten. Nö. Mir kommen wir nicht. Okay. Nee. Außer du weißt es wirklich, aber ne. 3? Nee, ich weiß es nicht. Alles klar. Damit ist das dann geschlossen. Es wäre Batman gewesen. Ach, scheiße. Fuck! Das war nämlich nicht. Aus Detektiv-Comics Nummer 27, Rekordpreis von 3,4 Millionen. Platz 2 wäre Batman. Platz 2 wäre Superman gewesen. Drei Möglichkeiten gab es jetzt: Batman, Superman oder Spider-Man, oder? Nein, es gab so. Tatsächlich die teuersten Comics sind entweder Batman oder Superman meistens. So, Spider-Man ist sehr spät erst zu den Helden gekommen in den Comics. Egal. Gut, damit ist Team Duisburg wieder dran mit dem Fragerecht. Du darfst aussuchen. Ich darf aussuchen? Ja. Ja, komm, wir machen mal jetzt was Einfaches, ne? Wir gehen mal, da sehe ich mich bei 100 Punkten. Ja, wenn man wissen, was das ist. Ja, zerstören wir das Bild, sehr gut. Perfekt. Da sehe ich mich für 100. Achso, jetzt wegen der Unregelmäßigkeit, ne? Gut, das ist auch eine Buzzerfrage. Es gibt natürlich Schätzfragen, dann den Text, aber das ist eine Buzzerfrage. Da sehe ich mich, geht es um fiktive Welten. Na, ich werde Charaktere nennen, die aus einem bestimmten Franchise kommen. Okay. Ah, okay. Zum Beispiel, also wir hatten gerade zum Beispiel Batman und dann werde ich zum Beispiel The Joker vorlesen. Ich werde Harley Quinn Wolf, also da würde ich zum Beispiel nur Harley sagen. Was von schwer zu einfach, genau. Und ich will natürlich dann zum Beispiel haben Batman und dann nicht DC. So als Beispiel. Will schon genau haben, woher. Also ich ist es schon genau. Okay, das wäre nämlich meine Frage. Comics, ja. Wenn du jetzt sagst Batman und zum Beispiel dann willst du wirklich Batman haben und nicht DC, weil sonst könntest du auch sagen Batman und dann hier Dr. Manhattan. Das wäre dann DC. Genau. Okay. Also, was willst du jetzt als Antwort? Muss schon sehr genau sein. Muss schon genau sein. Ich will Batman haben und nicht DC als Beispiel. Ja. Außer du willst DC haben. Ach so. Das wird aber nicht vorkommen. Ach so. Ich habe immer genau gemacht. Jetzt habe ich, also warte mal nochmal für mich. Das heißt, wenn du jetzt die Charakter vorlesen würdest aus Batman, würdest du nach Batman suchen und nicht nach DC allgemein. Genau, das wäre das falsch. So. Okay, jetzt. Holger hat das auch noch nicht so richtig. Ich war auch gerade noch verwirrt. So präzise wie möglich, also. Genau. Okay. Ich meine, wäre natürlich nicht falsch, aber es ist natürlich nicht richtig. Wenn es nicht richtig ist, gibt es mir. Schieß mal los. Sehr gut. Gut Hände machen. Auf die Buzzer. Alle ready? Ja. Ja. Mhm. Shushu. Shin-Chan. Okay, David sagt Shin-Chan. Was? Das ist falsch. Minus 400. Warte mal, war Shushu nicht der Team Duisburg? Hund, Alter? Ja, liest du weiter vor? Nö. Bringt uns ja nichts. Das ist ja so. Wollen wir noch eine Antwort geben? Nö. Doch, gib mir eine Antwort. 3, 2, ich kenne den Namen schon irgendwie, aber ne. Alles klar. Dann mache ich mal weiter. Die ist damit abgeschlossen. Also dürft nicht mehr buzzern. Ja. Als nächstes kommt Pedro. Dann kommt Kobe. Dann kommt. Oder Corby. Oh nein, One Piece! Dann kommt Bartolomeo. Dann kommt Buggy. Und als letztes hätte ich noch Zorro gesagt. Es war natürlich One Piece. Ja. Shushu ist der scheiß kleine Hund vom Bürgermeister. Oh, und Shushu heißt aber auch der Hund vom fucking Shin-Chan, Mann. Mann, aber nice guess. 100-Punkte-Frage mit solchen Namen dann bei One Piece ist das dein Ernst? Ich fang schwer an und mach immer leichter. Das mach ich immer. Okay. Ich geb mich geschlagen, alles gut, ja, okay. Gut, Team Duisburg darf weitermachen. Heißt doch nicht Shushu, oder? Doch, der Hund vom Bürgermeister aus der ersten Staffel von Peace heißt. Achso, ich rede von Shin-Chan. Der Hund heißt auch Shushu. Echt?
Das kann ja natürlich sein, aber es gibt da einen Shinchan wahrscheinlich keinen, der Zorro, Buggy, Bartholomew und so weiter ist. Nee, ja, doch, Paul sucht du aus. Ich so. Ja, damit hier das OCD nicht kriegt bei allen Leuten, nehmen wir jetzt, da sehe ich mich für 500. Oh, nun geht los. Egal, alles klar. Da sehe ich mich für 500. Alle ready? Ja. Mhm. Auch eine Buzzer-Frage. Alles klar. Rollo. War noch nichts, okay. Pickles. Ach. Lofty. Ne, jetzt bin ich wieder raus. Wendy. Bob. Und Buggy. Das ist David. Bob der Baumeister. Das ist Bob der Baumeister. Oh, oh mein Gott, der Baumeister. Damit seid ihr wieder bei 100. Bei Bob war ich drin, ey. Du Scheiße. Bob war ich drin. Der Baumeister, Junge. Weil ja, er heißt Bob und Buggy. Not bad. Nicht zu alt. Oh, ja, wir schaffen das. Ich dachte kurz dran, aber ich dachte mir, nee, kann ja nicht sein, dass ich Bob der Baumeister gefragt. Damit hat Team HGLPT richtig geantwortet. Holger, funktioniert am Buzzer? Da klingelt die ganze Zeit was hinten bei mir an der, am Polöchlein, ey, und ich krieg's nicht raus, ey. So, damit darf Team HGLPT mit dem Fragerechner machen. Gibt's Erinnerungen? Bitte? Ja, Comics und Manga 100. So. Comics und Manga für 100. So. Das ist ja anstrengend. Da kommen wir jetzt zu der ersten Schätzfrage. Ah, okay. Ja, jetzt will ich von beiden Teams jeweils einen haben, der dann das in den Buzzer-Raum reinschreibt. Na, also dürft euch kurz beraten, wenn ich das so vorlese. Na, das ein nur. Genau, ihr müsst euch einigen. Okay. Na, ich will jetzt nicht, dass zum Beispiel Mirko jetzt 5 schreibt und Paul dann 7. Ja, dann ich nehme. Okay. Das dann nehme ich jetzt Teufel das, was weiter weg ist. Ja. Na, also einigt euch einfach, wer es dann schreiben soll. Ich gebe euch auch kurz Zeit, dass ihr euch austauschen dürft und dann, dass ihr das natürlich dann auch da reinschreibt. Are ready? Wir haben schon einen Platz gelegt. Okay. Comics und Manga für 100. Wie viele Folgen enthält die komplette Naruto-Reihe? Oha. Na, oh, Naruto, Naruto Shippuden ist die komplette Reihe. Paul, wer schreibt denn hier? Sitzt du wahrscheinlich ich raus, ne, Holger? Bei Naruto bin ich raus, ja. Okay. Keine Ahnung, hast du Naruto geguckt, Mirko? Achso, ja. Ja, dann weißt du es ja ungefähr. Achso, wir sollen jetzt entscheiden. Wir besprechen uns jetzt untereinander im Chat, bitte. Genau, und dann einer von euch beiden schreibt mir dann die Antwort. Janik, kannst du es sehen? Nochmal die Frage, ich bin jetzt sehen, David, verwirrt gewesen. Okay. Kann ich nochmal die Frage hören? Ich wollte nur testen, ob du es sehen kannst. Naja. Kann ich nochmal die Frage hören? Ich kann die Frage gerne nochmal vorlesen. Ja. Also, Comics und Mangas für 100. Wie viele Folgen enthält die komplette Naruto-Reihe? Also OG aber und was geschrieben? Shippuden. Und OG Shippuden. Und Shippuden. Alles, oh, die komplette Reihe. Dann ändere ich nochmal. Das komplette Werk. Dann ändere ich nochmal. Boruto zählt aber nicht. Naruto. Okay, gut. Genau. Ja. Ja, klar, ungefähr so, Paul. Ich kann genau, so lange ändern, bis ich dann einfach die Zeit runterzähle. Oder warte mal. Ah. Bin doch ganz cool. Ich bin mir nicht sicher. Also, das ist hier eine Schätzfrage. Das heißt, der, wer näher dran ist, ne? Genau, ich hole im Zweifelsfall den Rechner raus, wenn ich zu faul bin, das selber auszurechnen. Ich glaube, es war so. Ich glaube. Ja, ich habe sogar die komplette. Shippuden hat nur so viel und dann hat normal nochmal so viel. Ich habe alles nochmal für euch genau aufgeteilt. Also ich kann euch ja nochmal ein bisschen Knowledge droppen gleich. Aber ihr habt ja noch ein bisschen. Zuck. Boah, hoffentlich bin ich näher dran, ey. Sonst sind wir wieder bei 0. Ich meine, gut, ich habe unser Minus zumindest ausgeglichen mit Bob der Baumeister. Ja, also. Das stimmt allerdings. Alter, Bob der Baumeister, ganz im Ernst. Also bei Rolo dachte ich erst an Code Geass und dann kam so, warte, jetzt noch ein bisschen warten. Bob der Baumeister. Ja, Paul, irgendwie sowas.
Ja, ich hab's halt nicht geguckt, das musst du jetzt. Ja, ich hab's raus. Geguckt, aber ich weiß nicht mehr die genaue Anzahl. Ja, wir haben jetzt da 3, 4, 5 Zahlen stehen. Nimm doch von einer, die dir am ehesten. Nein. Ja. Wir machen das so. Das ist so, was muss ich jetzt mal an Yannick da reinschreiben und buzzern oder was? Nee, nur reinschreiben. Nur reinschreiben. Schreib mal rein und wenn ich sehe, dann sage ich dir das. Aber du hast auch reingeschrieben. Also ich sehe bei euch beiden eine Zahl. Gut. Okay. So, ihr dürft also das ist bei mir eingeloggt. Genau, also ihr dürft das noch so lange ändern, bis ich runtergezählt habe. 5. Alle Folgen 10 auf. 4. 3. 2. 1. Ich denke mal, und ja. Geschlossen. Viele Folgen nicht. Ja auch nur 10 insgesamt. So. Die komplette Naruto-Anime-Reihe, ja? Also um Kanon geht's mir nicht, es geht um Anime-Folgen. Mirko hat 775. Und der David für Team AGPT hat 750. Ach du Scheiße. Die 100 Punkte gehen an denjenigen, der näher dran ist. Ja, okay. Und das ist Team AGPT. Echt? Ach Mann, oh, ja. Geil. Naruto hat nämlich insgesamt 720 Folgen. 220 aus Naruto und 500 genau aus Shippuden. Ich wusste, das sind 30 Staffeln. 30 Staffeln, 4 aus Naruto und 26 Staffeln hat Shippuden. Ich glaube, ich habe Paul genau 500 Folgen geschrieben bei Shippuden. Shippuden hat genau 500 Folgen und normales Naruto nochmal ungefähr 200 wegen den Filler-Folgen. Alles geklärt. Ich war bei 300. Team HGPT, also, damit hat die richtige Antwort, deswegen dürfen Sie jetzt das Fragerecht weitermachen. Easy. Okay. Wir haben 300 Punkte, wir haben 0. Oder? Absolutes Basiswissen 100. Jetzt kommen die leichten Dinger. Die leichte Kost. Jetzt wird hier erstmal gefrühstückt. Absolutes Basiswissen für 100. Seid ihr ready? Buzzer? No. Genau, mit Buzzer. Okay. So. Wen verkörpert Ed O'Neill in der US-Erfolgsserie eine schrecklich nette Familie? Das wäre Paul. Bundy. El Bundy ist korrekt. Ah, nice, Paul. 4 Touchdowns in einem Spiel. Ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Mann, ey. Damit kommen wir wieder rein. Spannend. Bundy, Junge. Spannend bisher. Damit. Der Schuhverkäufer. Okay, das Fragerecht an Team Duisburg. Ja, mach mal wieder, wer bin ich? Das fand ich ganz geil. Ja, ne? Ich fand's auch ganz cool. Ja, nehmen wir Comics und Manga für 500, bitte. Comics und Manga für 500. Jo, ja, feedet mich. Nee, besser als wenn es nachher 1000 Punkte sind. Das ist halt das Geniale. Ha! Nehme ich das schon mal raus, weil ich kenne mich ja gar nicht aus. Goodie. Na gut. Ready? Ist eine Buzzer-Frage. Yes. Alles klar. Dann Comics und Mangas für 500. Wie heißt die jüngere Schwester von Charlie Brown aus dem Comic Peanuts? Scheiße. Ach du Scheiße. Ich bin raus. Charlie Brown bin ich raus. Die Punkte muss er sich verdienen. So lang her. Hat die dir mal den Football dahinstellt? Nein, das ist die auf den steht. Geliebte. Seine Zuhörerin. Oh, Moment. Boah, ich hab einen Namen im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hab gebuzzert. Das ist einfach mal. Okay, Holger? Das ist Sally Brown. Oh. Hast du gerade Sally oder Helly gesagt? Sally ist es. Sally. Sally Brown. Die Schwester, ne? Die Geliebte von Charlie Brown. Okay. Das ist Lucy, oder? Nein, es geht um die jüngere Schwester und das ist korrekt. Oh, Junge. Hey, Sally Brown, ey. Oh, geile Sau. Hau mir den noch nicht weg. Holger ist aufgewacht. Ich hatte Shirley die ganze Zeit im Kopf. Shirley war, glaube ich, die Geliebte von dem. Nee, ist das nicht Lucy? Ja, ich glaube ja, was Paul sagt. Keine Ahnung. Damit geht das Fragerecht wieder an Team HGLPT. Was wollt ihr denn Feines machen? Geil. Wer bin ich haben eigentlich? Wer bin ich willst du haben? Wollen wir Wer bin ich 500 machen? Das, irgendwie wäre ganz cool, oder? Ich glaube auch. Ja, dann mach mal. Die ist aber gut, Nico. Waren jetzt so 500 Punkte für die, nicht 1000. Wer bin ich für 500? Ja. Alles klar. Na, wer bin ich fragen, sind natürlich immer Buzzer-Fragen. Ja, seid ihr bereit? Ja. Nein, Moment. Okay. Jetzt bin ich bereit. Alles klar.
wer bin ich für 500? Ich bin oder war real. Oh, ja. Ich oder bin war Portugiese. Okay. Ich habe oder ich arbeite für Spanien. David hat gebuzzert. Ronaldo. Was? Ich Cristiano auch gesagt. Cristiano Ronaldo. Hä? Okay. Das ist falsch. Nice. Okay. Team Duisburg. Ja. Ich gebe euch noch 3 Sekunden. 3. Keine Ahnung. 2. 1. Mach weiter dann. Ich löse auf. Ist jetzt damit geschlossen. Ich war ein Seefahrer. Und 1520 Christoph Kolumbus. Ach, war ich der erste Weltumsegler. Der war aber kein Portugiese, oder? Der war Portugiese, oder? Echt? Und es geht natürlich um den Weltumsegler, nicht wer Amerika da abgesnackt hat. Es geht natürlich um der andere. Ferdinand Magellan. Magellan. Kolumbus war aber der ist doch in Italien geboren. Kolumbus war letztes Mal von Palma. Italiener. Der ist in Spanien gestorben. Dann haben wir letztes Mal schon. Ja. Ich mache ja nicht zweimal die gleiche. Das ist nämlich kein Portugiese. Hm? Ja, oder nein, ich hatte vergessen, dass der Magellan der erste war, der die Welt umsegelt hat. Aber von wo aus sind die nochmal der Christoph Kolumbus gestartet? Von England, oder? Oder bin ich das dritte? Nein, entweder von Portugal oder von Spanien. Ja, weißt du nicht? Von dem Hafen aus. So. Da habt ihr es. Gut, damit ist Team Duisburg wieder dran. Ja, Mirko. Was willst du haben? Freigestellt? Was schön ist, eine gute Frage. Ja, tut mir leid, Holger. Alles gut. Alles gut. Wir machen ein höheres Wesen. Okay, ihr seid gerade wieder alle weg. Ja. Mirko ist nur rausgecuttet. Ja, Mirko? Mirko ist raus. Mirko ist raus. Mirko ist raus. Sedge? Wir können ja kurz warten. Also so kulant sind wir. Gibt's eine Ersatzbank? Kann ich in der Zeit meine Suppe holen? Ja, mach mal. Nice, mach ich mal, ne? Jo, dann mach ich deine Cam auch eben kurz aus in der Zeit. Also, höheres Wesen wollte er haben. Ja, ich werde es nur nie erfahren, was er mitnehmen wollte davon. Höheres Wesen. Ja, gut. Ja, vielleicht wurde er jetzt gerade zum höheren Wesen. Ja? Ich meine. Das war das höhere Wesen. Ich meine, wir haben ja noch viel zur Auswahl. Bin ich mal gespannt. Also, das Ding ist. Wenn man sich den Punktestand anguckt, bei den Punkten, die bis jetzt möglich waren, ne? Ja. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen schämen, was wir so alles nicht wissen. Holy shit. Könnte man denken, Alter, Vater, ey. 200 zu 100. Hoffe, habt bisher ein bisschen Spaß zumindest. Ne? Auch wenn Mirko jetzt Rage-Food gemacht hat. Na, schade. Gar keinen Bock. Nee. Ist voll geil. Nice one. Ich mag sowas, ja. Nicht wissen, unter Beweis zu stellen. Aber es sind so wenig Filme und Serien. Ja, gab's ja letztes Mal schon. Geil gewesen. Gab's letztes Mal schon. Ich wollte ja was anderes nehmen. Ich hab zwei Sachen hier schon wiederholt, deswegen. Ne, 3 wollte ich jetzt nicht wiederholen. Das ist halt das, wo ich dann glänze. Mhm. In der Regel. Ja. Aber hey, ich meine, er ist nur 100 Punkte hinter HGLPT in diesem Bezug. Ja, ey. Aber ich meine, super spannend bisher. Ja, Dave schenkt auch viele. 1-1, ne? 200 zu 100. Hm? Der Punkt kann noch an jeden gehen. Und vor allem, weil wir gleich noch aufrunden. Aufrunden, um mal verdoppeln, oder? Ja, meine ich ja. Ja, okay. Ist gleich. Ja, aufrunden, verdoppeln. Ja. Aufs Züge sprung. Das gleiche. Genau. Ja, Hose wie Jacke ist das. Genau. Hallo Mirko. Ja. Ja, Mirko, was geht? Dann guten Hunger, Dave. Da ist irgendwie mein Computer, hat Schuss gesagt. Nein, mach nicht. Das ist schlecht. Mirko noch nicht da? Doch, jetzt gerade. Doch. Oh ja, guck weil sein. Müsste jetzt Bild alles da wieder ist, aufgehen. Mhm. Muss jetzt wahrscheinlich dann noch gleich einen neuen Link nehmen. Ja, danke für den guten Hunger. Nö, freu mich schon. Mann, ich schwärme. Sieht auch super geil aus. Ich bin schon gleich wieder da. Na jo, mach dir keinen Stress. Müsste eigentlich schon wieder in den OBS wieder so. Ah, hallo Mirko! Hallo! Hallo Mirko! Hallo Mirko! Hallo Mirko!
Das ist jetzt ein neuer Solo-Link, den ich kopieren muss. So. Stuck. Buzzer, Buzzer. Oh, das ist nicht gut. Da ist so. Mirko. Also schmeckt nicht gut. Schmeckt echt gut, habe ich gesagt. Achso, ich habe schon gesagt, dann hätte ich es pürieren müssen oder so. Was? So. Genau. Ich, höheres Wesen 100 Punkte. So. Ah, höheres Wesen 100 wäre es gewesen. Okay. Ach, guck. Ich hätte gegessen auf 500. Gut, dass ich jetzt, gut, dass das nicht meine Aufgabe ist heute. Höheres Wesen für 100. Meine Frau will Miniatur ziehen. Alle ready? Ja. Und was, ja, jetzt ja. Ausgewählt, höheres Wesen? 100, genau. 100 wild. Ja, ich bin bereit. Okay, Holger? Mhm, ja, hau raus. Okay. Hände auf die Buzzer. Daneben die Buzzer, wie es euch lieber ist. Welcher Held konnte der Medusa den Kopf abschlagen? Oh, das war knapp. Paul? Herkules. Das ist falsch. Scheiße. Ich glaube, das war jemand anderes. Du darfst. 3, 2. Herakles. Nicht Herkules. Okay, das ist auch eine Antwort und die ist ebenfalls falsch. Herakles ist Herkules. Genau, das ist ja quasi Herkules. Das ist Perseus, wäre es ja gewesen. Perseus auch. Ich war bei Achilles. Alter. Nee, Achilles? Nein. Nein, Achilles. Oh, nein, nein. Verser bekommen. Achilles war Troja, der Heini. Ja, so. Aber tendenziell ist da nichts passiert. 100 Punkte Abstand. Perseus war das. Oh, genau. Lol, da, ist das nicht der Sohn vom, ist das nicht der Halbgott gewesen vom, genau. Vom Wasser, von Poseidon? Ja. Da gab's doch einen Film von. Zwei sogar, der zweite war richtig scheiße. Ja, der zweite war scheiße. Der zweite war echt scheiße. Der erste war okay, aber genial war der auch. Das nicht, aber, den mochte ich noch. Aber hey, so viele da ist doch, ist wie das nicht hatte. Wie hieß der nicht? Percy oder so? Als Percy Jackson. Ja, Percy Jackson, ja, gab's genau. Auch noch, genau. Dann gab's auch noch. Was? Ja, dann gab's das auch, der mit der Medusa, stimmt. Dann den Kopf ab. Im zweiten Teil, ne? Und den dritten gab's dann nie. Irgendwie so war das ja. Ja, nee, na, das, gab's nicht. Das regt mich auch noch bis heute auf. Ja, und eine Reihe abschließen, ne? Ja. Naja, aber Team Duisburg ist wieder dran, weil HGPT als letztes falsch geantwortet hat. Damit habt ihr weiter das Fragerecht. Hör mir kurz so eins aus. Ist schon wieder? Okay. Ja, mach. Okay, da sehe ich mich 200 Punkte. Da sehe ich mich für 200. Wie viel haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, danach haben wir noch 3 Fragen. Da sehe ich mich für 200. Subi, are you ready? Ja. Ja. Na. Gut. Hitman, Spy, Vulture, Mechanic, David, knapp schneller. Okay. Bei mir steht Bast, scheiße. Ja, hast du auch, aber du hast gedacht, David. Goose Gustag. Ja. Das ist korrekt. Fuck. Schön. Das ist Gus Gustag. Dodo und Birdwatcher kamen danach noch. Ist das belastend? Ach so, lol. Oh mein Gott, ich hab das gar nicht richtig gehört. Ich dachte, Hitman, dachte ich so die ganze Zeit an das Spiel, wenn ich Computerspiele wissen, dachte hab ich. Hab ich extra mit angefangen. Der heißt aber Agent 47, nicht Hitman. Ja. Hey, mit dem, das hatte ich vor und hat zumindest bei mir gut geklappt. So, damit hat HGPT richtig geantwortet. Na, immer natürlich immer noch alles offen. Holger, such du mal aus. Ich will nochmal, wer bin ich haben eigentlich, wenn das klar geht. Wer bin ich für? Na? 200, mach mal. 200. Das finde ich irgendwie lustig. Ich finde alles lustig. Mhm. Are you ready? Ja, absolut. Total lustig. Alles klar. Hände auf die Buzzer oder neben die Buzzer, von mir aus auch im Mund, mir egal. Ist ja euer Problem. Die Hände in die Suppe. In die Suppe. Ich bin real. Bist du? Ich bin oder war YouTuber? Okay. Ich bin Brillenträger. Okay. Mein Logo hat die Farbe grün.
und ich bin Fan der New England Patriots. Ja, da wird wieder knapp schneller. Yes. Ich sag einfach mal, es ist Sepp, oder? Von den Pizmeats. Das ist falsch. Hä? Damit kann Team Duisburg noch antworten. Drei. Soll ich raten, Mirko? Ja, mach du. Ich hab keine Ahnung. Jonathan Appelt von den Pizmeats. Na, auch das ist falsch. Scheiße. Ich dachte, das wäre der Football-Fan von denen. Nee. Das war Christian. Christian. Chris ist auch Football-Fan? Christian ja, seit Anfang klar. an und Jay, Jay hat die Saison angefangen. Ah, okay. Aber ich dachte, der wäre länger. Jay mag die Bengals. Falls das nächste Mal drankommt. Ja, das Problem ist, bei mir, okay. Pizmeat ist er, ich bin Pizmeat-Fan erst seit 2019, weil ich vorher nicht so wirklich YouTubed habe, quasi. Keine Ahnung. Aber eine lustige Kategorie. Mhm. Na gut, ich dachte nicht, dass Chris Football guckt. Belastend. Ja, doch, der guckt ja Football, Basketball und so. Basketball ist absoluter Sportfan. Ich glaube, der hat sogar die ganzen Watch-Alongs mit den anderen gemacht, während die Halbfinale und so weiter. Das ist so den Super Bowl. Okay. Oh, für Twitch. Aber egal. Darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass HGPT weitermachen darf, weil Team Duisburg gerade falsch geantwortet hat, als letztes. Ah, wird so versaut. Dann nimm mal Comics und Mangas 400. Sorry, Mirko. Nö, alles gut. Comics und Manga für 400. Mal die Buzzer resetten hier. Vor hier. Also, es ist eine Buzzer-Frage. Kannst du Geschrei losgehen? Na, wer weiß. Ich hab mal ist eine Buzzer-Frage. Na, siehst du. Gut, alle also ready? Nächstes Mal moderiere ich oder so. Ich du kannst von mir aus. Ja, ich bin ready. Wer ist der Schöpfer von Dragon Ball? Ich hätte gern den kompletten Namen. David. Ach, scheiße. Fuck! Ah. Nein! Scheiße! Ist das die Antwort? Nein! Warte mich! Drei. Ichiro Oda! Zwei. Nein, das war nicht Ichiro Oda. Okay, das sind minus 300 jetzt bei euch. Ja, scheiße. Team Duisburg. Wie heißt der nochmal? Drei. Moment, das müsste minus. Ah, nehmen wir mal. Zwei. Alles gut. Ich weiß es nicht. Eins. Ich auch nicht, ich hab das gerade nicht im Kopf. Okay, es wäre Akira Toriyama gewesen. Akira Toriyama. Fuck, ist es. Kopf. Und damit gibt es hier oder ist One Piece, ich voll liebe. Ich wollte sagen, oder ist One Piece, hat er nicht noch gewusst. Naja, aber ja. Nur den Nachnamen, ey. Ich kenne nur den Nachnamen. Obwohl ich noch, ich habe vorhin noch ein Dings geguckt, eine Theorie wegen One Piece und da wurde der Name von dem auch erwähnt, weißt du, ja, also von One Piece machen. Ja, alles gut, wir können führen, easy. Ja. So, Team Duisburg ist jetzt dran mit dem Fragerecht. Ja, mach Basar schon mal wieder frei, damit ihr gleich so wieder auch. Ja, mach mal Comics und Manga weg. Für 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, besser okay. Als wenn ihr dann 300 Punkte mehr habt. Also 400 kriegt ihr. Das war die. Hiernach wird dann verdoppelt. Comics und Mangas für 200. Ihr dürft wieder schätzen. Gut. Ne? Okay. Wie viele Folgen hat er? Nö. Ne? Aber ihr dürft dann wieder schätzen. Wieder einer, der dann die Antwort schreiben darf, ihr dürft dann wieder ein bisschen Beratungszeit. Und das passt sogar perfekt, dann kann ich den Deadset verdoppeln. Man, nice, sehr gut ausgesucht. Dann will ich mal das genaue Datum von euch haben von... Wann erschien das erste Chapter von One Piece? Natürlich den Manga. Oh. Das natürlich euch jetzt austoben. Und ich mache derzeit mal hier meine Sachen. Ja, da ist Holger dann raus, das heißt, ich muss nachdenken. So, dann haben wir nur 600 draus. Nur 800 draus. Also, es müsste. Also, das genaue Datum, nicht das Jahr. Das genaue Datum. Ja, das ist eine Schätzfrage nur. Oh. Ja, Paul, das läuft schon so lange. Fuck. Ja. What the fuck, okay. Es läuft schon verdammt lange. Okay, ich weiß ungefähr das Jahr, Paul, ungefähr. Ich weiß auch nicht. Aber das Datum weiß ich nicht. Datum wird schwierig. Mhm. Das Jahr wusste ich auch. Das Datum habe ich mir aber, muss ich auch komplett raussuchen. Das Jahr war auch gerade schwierig, weil ich gerade nachdenken musste, wann der Anime in Deutschland erschien. Ja, irgendwie sowas. Warte mal, letztens. Weil das war ziemlich schnell, dass das nach Westen kam, aber immer noch. Für einen Anime bzw. Manga halt langsam.
schaue ich mir mal ein bisschen so die Guesses an. Beziehungsweise zumindest bei Team Duisburg, Holger. Ja, ich bin da raus. Hast du den Anime denn gesehen, Holger? Ja, habe ich gesehen. Aber trotzdem, weil... Durchgehend oder bist du da irgendwie bestimmt... Nö, so zwischendurch mal, ne? Achso. Also nicht so dein Bereich. Wenn ich für durchgehend Zeit hätte, würde ich es durchgehend machen. Ich bin ziemlich aktuell. Ich glaube, jeder ist aktuell dann außer Holger, ne? Nein, ich bin euch aktuell. Naja, du bist ja vor dem aktuellen Akt irgendwie so, ne? Ja, ich war irgendwo gegen Ende vom Big Mama Arc. Ja, okay. Wurde gerade irgendwie Alarm abgehauen. Ja, die muss ich noch gucken, aber so rein wissenstechnisch bin ich auf dem aktuellen Stand. Ah, ich weiß, was zumindest gerade am Anime gerade alles thematisiert wird. Ja, wir mussten die ganze Schulter aufnehmen, aber ist ja egal. Nein! Ja, kann ja auch sein, vielleicht willst du noch mal was nachtweaken oder okay. Was? Das überlasse ich jetzt dir. Das war so mein Guess, nachdem du zwei Antworten. Ja, wir dürfen noch ändern, so lange, bis ich runterzähle, ne? 5, 4, 3, 2, 1 und ist geschlossen. Team Duisburg in diesem Bereich. Also, Mirko? Ja? Also, Knowledge war ja von mir 1999 kam der Anime raus, ne? In Deutschland, ja. Ja, in Deutschland. Deswegen, was Paul geschrieben hat, 1998, als der Manga rauskam, ungefähr, dann müsste das ungefähr passen. Ja, ich bin sogar noch. Der Mirko sagt, der 6.6.1998 für Team Duisburg. Und David sagt für Team HGLPT, der 21.10.97. Es war der 19.7. 1900. 98, komm schon. 97. Yes! Scheiße. Yes. Geil. Ich dachte doch bei 97. Damit geht Team HGLPT auf minus 100. Was die Führung ist, auch wenn es traurig klingt. Aber das ist okay, Mirko, das ist okay. Ihr wart beide nah dran. Ich hab Punkte bekommen, alles gut. Beide nah dran. Da war ich 6 Tage alt, Alter. Ja. Weiß nicht, ob irgendwas mit 2010 erst geschrieben. Ja, vor 2010, glaube ich. Ja. Weißt du, 99 kam der Anime. Okay. Das wusste ich. Ja. So. Jetzt haben wir unsere Fragen alle verdoppelt. Also alle, jetzt könnt ihr noch gut absahen. Also ist immer noch alles drin. Selbst, 200, selbst die leichteste Frage kann einen in Führung bringen. Wir sind dran, ne? Genau, Team HGLPT hat richtig geantwortet, deswegen sind sie dran mit dem Fragerecht. Da sehe ich mich 800. Da sehe ich mich für 800. Ja gut, wenn er sich da sieht. Hoffe, ihr seid ready. Ja. Da sehe ich mich für 800. Alles klar. Buzzer-Frage. Und es geht los. Rex. David. Kaidan oder Kaidan? Was? Garus. Liara. Und Shepard. Mass Effect. Na, ich guck erstmal, wer gebuzzert hat. David, okay. Mass Effect. Welcher Teil? Das kommt jetzt drauf an, tatsächlich. Also es kann sowohl... Antworten hier, nicht überlegen. Zwei sein, als auch drei. Kann aber auch eins sein, weil im ersten entscheidest du dich mehr. Ja, daran, wow. Die ja, weißt du, ja, das Problem ist, auch die, pass auf, die Teammitglieder kannst du halt... Du kannst halt auch Teammitglieder verpassen. Das ist das Problem. Davis kannst du verpassen. Ich will Strafpunkte. Der kann auch sterben. Ja, der kann von wegen. Tot sein. Ja. Das ist halt schwierig. Aber allgemein, das Universum Mass Effect würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm, aber ich würde schätzen Mass Effect 3. Wäre mir egal gewesen, aber. Mass Effect reichte mir. Also, ich wollte aber bei dem. Ich muss eigentlich mal Mass Effect spielen, ja, damit ich dich frage, ob er weiß. Der, der sowohl tot sein kann, kann halt gespielt. Auch leben am Ende. Das ist. Ja. Ja, Rex war ein Kamerad. David Anderson war der Oberhäuptling da. Kaidan, einer der Begleiter. Garus, einer der Begleiter. Liara, einer der Begleiter. Und Shepard war natürlich der Mainscher. Vollkommen korrekt. 700. Aktuell damit für HGPT. Das erste Mal, dass ich hier Abstand sehe. Aber ist ja noch immer noch alles offen. Wir haben ja auch noch ein paar Tausender. HGPT darf aber weitermachen. Ja, da sehe ich mich 600.
Das sehe ich mich. Damit haben wir die Kategorie auch abgeschlossen. Zwei Kategorien sind gut dabei. Da sehe ich mich für 600. Seid ihr soweit? Ja. Okay. Sam. Fengel. Baumbart. Pal war schneller. Okay, Herr der Ringe. Wer genau? Welcher? Du mich auch. Hätte ja ruhig zweimal klappen können. 600 Punkte ist natürlich richtig. 400 Punkte da. Das muss doch der zweite sein, die zwei Türme. Da kommt nämlich Baumbart das erste Mal vor. Dann Celeborn, Kankra und Gollum. Ja, bei Baumbart war halt durch. Treebeard. Ja, Gollum, bei Gollum hätte ich erst eingeschaltet. Hey, Baumbart ist eigentlich schon bei Sam. Weiter sehr spannend. Nee, Sam gibt es viel zu viele Sam Fischer. Ich muss mich gerade outen. Ich habe Herr der Ringe noch nie richtig geguckt. Geh nach Hause, raus hier. Ja, muss ich auch sagen, war auch schwer. Ich habe Herr der Ringe Charaktere angeguckt. Es war schwer, die, genau die zu nehmen, die nicht direkt eindeutig waren. Ja, Gandalf. Das sind halt sehr einzigartige Namen. Ja, genau. Deswegen, Sam so als Anfang war schon mal nice. Ja. Auch wenn es natürlich der Spitzname war, weil will ja immer so. Ja, genau. Sam gesagt hätte, es wäre ich drin gewesen. Sam weiß der Beherzte. So, Team Duisburg hat richtig geantwortet. Sie dürfen jetzt mit dem Fragerecht weitermachen. Dann nehmen wir bitte einfach mal das absolute Basiswissen. Ja, für den Tau. Ich wusste, dass er das machen. Oder später kommen die Fragen eh alle. Ja, jetzt kommt der Taui hier durch. Für den Taui, Junge. Absolutes Basiswissen für 1000. Ich hoffe, ihr seid alle ready. Na klar. Irgendwas Einfaches. Alles klar. Absolutes Basiswissen für 1000 Punkte. Wie heißt die größte Wüste Deutschlands? Was? Boah, Scheiße. Absolutes Basiswissen. Die größte Wüste Deutschlands? Ja. Ja, Service-Wüste. Kann ich auch meinen Job... Oh, Paul, das war das erste, woran ich auch gedacht habe. 4, 3, 2, 1. Okay. Die Düne auf Sylt? Es wäre gewesen die Liebe Rosa Wüste. Was? Die liegt wo? In Brandenburg, nördlich von Cottbus. Wir haben eine Wüste? Ja. Scheiße, ich habe auch doof geguckt. Ne? Die hat auch mehrere Namen. Liebe Rosa Wüste, Kleinsibirien oder auch tatsächlich hätte auch gereicht Wüste. Da ab. Janik, weißt du was? Du kannst nach Kleinsibirien. Die hat auch als Namen Wüste. Also hättet ihr geantwortet bei der größten Wüste Deutschlands, Wüste hätte ich auch geben müssen. Kleinsibirien. Ich habe den Namen nicht gegeben. Ich kann nur sagen, was ich herausgefunden habe. Ja, geh nach Kleinsibirien. So. Duisburg wollt die Frage haben, die man kurz antworten. Herr GPT, da weitermachen. Wer bin ich 200? Wegen Holger. Danke. Sehr gut. Einfach mal nicht nur Lust. Was muss ich ja nicht freigeben? Wolltet ihr nicht? Ja. Goodie. Ready? Ja. Ich bin fiktiv. Gut. Endlich mal. Ich bin ein Meeresbewohner. Fuck. Ich wohne in einer Ananas. SpongeBob Schwankkopf. Pal hat geantwortet. Ja, SpongeBob Schwankkopf. Wer hat zuerst gebuzzert? Pall, das sehe ich zum Glück immer. Wow, also drei Leute, die. Ne, alle vier haben gebuzzert. Sehr knapp, sehr knapp. Ich wollte beim Meeresbewohner schon drücken, aber dachte mir, nee, vielleicht ist es Patrick. So, damit geht's runter auf 300. Quatsch, auf 200. Ja, ne, da ist Team HGLPT davon antwortet hat nämlich an. 3. 2. Gary. Gary. Nein! Das ist richtig. Ja. Schleimspur und Schnecke wären die nächsten beiden Hinweise gewesen. Und sonst in der Ananas, natürlich gerne. Alter, okay, das war mies. Ich bin mies. Ich hätte ja auch antworten können, die Muschel, die bei SpongeBob in der ersten Folge auftaucht. Das war mies. Ja, das hätte auch funktioniert. Na, die wohnt da ja aber nicht durchgeht. Ja, war ja mehr oder kurz so einfach so zu Besuch, weißt du, so Hotelaufenthalt. Ja, gut. Ja. Hotel würde ich jetzt nicht als... <inspirieren. lacht> So, HGPT, bitte da weitermachen. Ja, dann wer bin ich? 800, Gönnung! Ja, dann... Wer bin ich ist damit auch abgeschlossen. 800 Punkte, dadurch kann wieder eine Führung. Perry, das Schnabeltier, weißt du? Also,
Harry. Ne, den kennt man aber. H&P. Gut, alle ready? Ja. Ich bin fiktiv. Schön. Jawohl. Ja. Ich bin ein Anzugsträger. Okay. Na, ich bin reich. Ja, ist ja wohl klar. Ja. Als Beruf würde ich sagen, ich bin mein Maskottchen. Okay. Und ich bin meistens bekannt im Bereich Brettspiel. David? Oh. Seto Kaiba. Alter. Ah. Das sind 800 Minuspunkte. Team Duisburg darf noch antworten. Soll ich mir gucken? 3. Mach. 2. Komm, Mr. Monopoly. Oder auch, Monopoly. Man oder Rich ja. Onkel Pennybags. Ja, Mr. Monopoly was? 1000 seid ihr jetzt. Ja, mir ist mal eingefallen Pegasus, aber das passt irgendwie auch nicht. Ja, ist Kartenspiel, Brettspiel, das war so das Unterschied. Nice, Paul. Yes. Also, Monopoly habe ich gar nicht gedacht, ey. Ich bin komplett weg. Aber not bad, not bad. Ja, nehmen wir das höhere Wesen für ein Taui. Höhere Wesen für 1000. Verspielt die Punkte mal gleich wieder. Oh, falsche Farbe. Es spielt ja keine Rolle. Die Fragen kommen eh alle. Das ist ja egal, das stimmt. Whatever. Das stimmt. Hoffe, ihr seid ready. Ja, klar. Ready, du Rumpel. Höheres Wesen für 1000. Wie nennt sich das Meeresungeheuer aus der griechischen Mythologie, die aus dem Oberkörper einer jungen Frau und dem David ist eine Sirene. 1000 Punkte wäre das. Und das ist leider jetzt bei minus 900. Team Duisburg kann noch antworten. 3. Boah. Ich denke, ich weiß es. Skiller. So. Meerjungfrau oder was? Nein, Skiller. Okay. Unterkörper 6 Hunde. Das ist Skiller. Okay. Okay, dann sag du. Okay, Skiller ist eingeloggt. Das wäre richtig. Damit seid ihr jetzt auf 2000. Ja. Genau. Und der Unterleib aus 6 Hunden besteht. Die gibt's nämlich auch in, beziehungsweise eine Anspielung auf die gibt's in New World. Da hat die zwar keinen Unterkörper aus 6 Hunden, aber die wird angespielt da. Okay. Ja, Sirene hätte ich. Das sind nämlich Skiller und der andere ist irgendwie Tartarus oder. Nee, nicht Tartarus. Der hat irgendeinen anderen komischen Namen und die sind gegenüber auf 2 Felsen gewesen. Wir müssen jetzt ein bisschen strategisch machen. No, ja. Eigentlich ist das scheißegal. Wir müssen nicht mal antworten, theoretisch, aber wir antworten, wenn wir es wissen. Ja, klar. Komm. Ja. Oh, ja, ich denke, Team 400 Punkte machen oder doch noch 800? Team Duisburg. Achso, such dir einen aus immer. Eigentlich wäre es schlau, wenn wir die 800 Punkte machen. Aber ist eigentlich egal, oder? Das kommen alle rein. Theoretisch können wir. Ja, komm, machen wir absolutes Basiswissen 800. Komm, scheiß drauf. Absolutes Basiswissen 800. Wir haben theoretisch gewonnen, wenn wir nicht falsch antworten. Na gut. Ist halt jetzt kommt eine Schätzfrage. Absolutes Basiswissen 800. Hoffe, ihr seid ready. Ja. Okay. Okay, ist keine Schätzfrage. Ne, die haben wir durch. Müssen. Ach so. Wir haben gewonnen im Prinzip. Wenn wir nicht falsch antworten, haben wir gewonnen. Ja. Richard Trevithick. Oder Trevithick. War ein britischer. Richard Trevithick. Okay. Sein Name. Beschwer sich bei ihm. War ein britischer Erfinder, der. Ja, 1804, was erfunden hatte? Boah, ich bin. Nö. Hör die Tastatur, ist fällt nicht. Boah, das weiß ich. 3. Ja, ich hab nicht gegoogelt. 2. 1. Aber wenn du das weiße drück. Ist geschlossen. Ja, ihr müsst eigentlich risky sein, die ganze Zeit. Ja. Ja, ich hab keine Ahnung. Hört sich an wie Traffic, deswegen dachte ich an. Boah, ich dachte ganz bei Trivial Pursuit, ne? Das Brettspiel, weißt du? 1804? Nope. Er war der Erfinder der ersten funktionsfähigen Dampflokomotive. Der Herr Trevithick.
Der Trevi-Fick. Ja, ja, natürlich. Nerd-Quiz, ne? Als Nerd müsste ich das ja als Lokomotiv lieber wissen, Janik. Ja, absolutes Basiswissen, Mirko. Ja, ich weiß. Würde ich mir demnächst mal einfach ein Buch nehmen von Dampflokomotiven. Dann weiß ich es wieder. So. Mein Onkel war tatsächlich ein Fan von Lokomotiven. Ich mag auch Lokomotiven. Hoffentlich schaut er nicht super. Nee, der ist tot. Oh. Ja gut, das ist schwierig. Ja, ich meine von oben, sagen. Von unten, was weiß ich, wer weiß. Von, so, Hagel, bitte, ihr seid dran. Ihr dürft. Jo. Ach, komm. Höheres Wesen 800. Gehen wir absolut in die Schulden. Ich bin Höheres Wesen 800. Gut, wieder ein wunderschöne Buzzer-Frage. Ja, geht's halt an euch auf jeden Fall. Danke, danke. Unverdient, aber ja. Ja, mit den 2000er-Fragen haben wir es halt echt verdient. Nix. Was? Ich bin sauer. Ah, scheiße. So. Ja, mach weiter. diese Salzigkeit. Ja, die Stimmung ist weggekippt gerade. Lecker, lecker, ich liebe Salz. Ah, Salz im Maul. Ich hoffe, ihr seid ready. Aus welchem Tier wurde das goldene Vlies gewonnen? David. Aus einem Lamm. Genauer gesagt, einem Schaf. Wenn du die genaue Rasse haben willst. Ein Lamm ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein junges Schaf. Ja. Das würde ich jetzt... Da muss ich streng sein und euch auch 800 Punkte nochmal abziehen. Ja, Mann. Tim, du hast sogar noch antworten. Ach ja. Dann Tyler, mach du. 3, 2. Sondern sagen wir Ziege. Ich glaube, das stimmt sogar. Ich meine auch eigentlich, es war ein Schaf, aber ist auch Schaf oder Ziege. Aber Widder würde ich nicht als Schaf bezeichnen. Okay. Also, das ist echt eine Ziege. Ja. Ein goldener Widder, der fliegen und sprechen konnte. Ach so. Mir auch. Oh, Widder halt. Ich muss streng sein. Ich muss streng sein. Ist Widder von einem Schaf oder von einer Ziege, der männliche? Von einer Ziege. Oh. Okay. Ja, aber ist Widder nicht eine Ziege? Oder bin ich jetzt bescheuert? Widder ist das männliche Gegenstück zur Ziege. Ja, ist ja gut. Jetzt können wir bitte weiter. Ja, Team Duisburg macht den. Tut mir leid. Mach höheres Wesen, dann haben wir es. Okay, ich mach höheres Wesen einfach mal. Für 400. Das ist sowieso nichts mehr. Da kann ja auch noch was passieren. Wer weiß. Ja, dann kannst du mal. Sonst ist fünfmal falsch antworten. Wollen wir nicht mal hängen, oder? Ich merke das schon. So, ich hoffe, ihr seid wieder Golfit oder so. Ready! Welchem Gott. Ja, klar. Ja, Golfit, geil. Ja, bitte. Welchem Gott? Welchem Gott der römischen Mythologie entspricht Zeus? Da, Paul. Jupiter. Ja. Das ist korrekt. Der Göttervater. Paul macht halt hier, ich bin stolz auf dich. Jupiter Jupiter oder Dies Peter, wie er vorher genannt wurde, hätte ich gelten lassen. Oder auch Lupita Optimus Maximus. Bester und größter Jupiter. Das waren so seine drei. Hätte ich alle drei gelten lassen. Irgend so ein Scheiß. Lupiter Optimus Maximus Prime oder was? Erinnert mich an das Peacebeat-Best-of vom Bramta Maximus. Maximal fett oder so. So, und damit zum Abschluss haben wir nochmal absolutes Basiswissen für 400. Ja, drück ich auch noch. Gut. Kennt man auch absolutes Basiswissen. Welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Das ist Mirko. Merkur. Ich hab Robert richtig gemacht. Junge, ey. Und damit 2000 Punkte nochmal zum Ende. Respekt. War richtig. Hätte ich nicht gewusst. Duisburg ist halt. Das jetzt war auch ein Best-of so lustig bei Pete Smith, ne? 2-1 entstand für Team Duisburg. Sehr knappes Match. Spannend bis zum Ende. Das war beim Best-of auch lustig bei Pete Smith, wo der die Planeten verschoben hat. Ja, das stimmt. Ja, fand ich sehr witzig im Best-of. Aber ich hab gut gegessen. So 19 Uhr bis 22 Uhr so. Ja, gut. Eine Stunde, ja, aber ja. Hey.
Haben wir auch eher angefangen. Ja, ich mein. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, ja, auf jeden Fall. Gut ausgeglichen, ja, war das. Ist gut. Ich sehe einen Hamster, die Hamsteraugen von Holger und ich denke, ich sehe eine tote Leere. Ah, easy. Ja, hast du sehr schön vorbereitet, Yannick. Das freut mich. Dankeschön, Dankeschön. Schön gemacht. Ja. Nochmal, dass du dann guckst, wo du die Punkte richtig verteilst und dann reden wir nochmal. Ja, aber ja, vielleicht seid ihr ja nochmal dabei, wenn ich das irgendwann mal wieder vorbereiten sollte. Vielleicht traut ihr euch ja nochmal in der Zukunft. Na, aber erstmal nicht diesen Monat. Immer gerne. Aber vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und natürlich auch die Zuschauer. Ja, gerne, danke für die Vorbereitung. Ja. Hat Spaß gemacht. Jawohl, vielen Dank. Könnt ihr mal alle mal ein Follow da lassen, wenn ihr schon zuguckt. Ich hab einen Vorschlag zum Raiden. Raid Padde, Padde spielt Skill Rebellio. Jo, ja, gleich. Ja, Padde hätte uns raiden müssen, hallo? Was soll das? Okay. So. Aber ich müde mich dann einmal komplett und dann bin ich einmal gleich wieder bei euch. Hau rein. Falls ihr noch da seid. No. Müsst ihr so, Ladies and Gentlemen. Hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Ging ein bisschen schneller, als ich dachte. Na, aber war trotzdem 3 Spiele. Also ging flott. Ich hatte sehr viel Spaß. Es war ein sehr knappes Match und ich habe sehr viel gemacht. War auf jeden Fall so ganz schön nice. Und ja, wird demnächst auch dann auch nochmal auf YouTube kommen in 3 Teilen, damit man dann auch das nochmal nachgucken kann. Ich wünsche euch dann allen einen schönen weiteren Wochenstart. Ich gehe dann einfach nochmal rüber zu Shining. Weil Porter habe ich letztes Mal schon geradet. Shining geht wahrscheinlich dann eh weiter zu Porter und so. Und ja. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und haut rein. Ciao.